Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei VE Racing. Wir sind heute in Denver bei der NASCAR und ich bin der David. An meiner Seite ist heute Christian Borschdach. Erstmal willkommen, Christian. Hey, schönen guten Abend. Genau, wie gesagt, wir sind heute in Denver. NASCAR steht mal wieder auf dem Plan. Und ich würde sagen, ehe wir da jetzt großartig irgendwie um heißen Brei reden, machen wir erstmal ein paar Fakten und damit fangen wir jetzt gleich mal mit der aktuellen Wertung an. Entschuldigung, ich habe mich gleich am Anfang versprochen, Dover. Mensch, wir kommen jetzt auf Denver wahrscheinlich, weil ich jetzt ein bisschen viel Basketball in letzter Zeit geguckt habe. Also nochmal, wir sind heute in Dover im US-Spiel bei der NASCAR. Ich wollte jetzt nochmal mit der Punktewertung weitermachen. Also, da haben wir nämlich derzeit den Matthias Koch mit 189 Punkten auf Platz 1. Dann den Martin Stöllinger mit 169 Punkten auf Platz 2. Auf Platz 3 haben wir Sandro Patrucciello und Marco Meyer, beide 164 Punkten. Dann noch Marius Erd mit 156 Punkten auf Platz 5. Noah Nevi auf Platz 6 mit 146 Punkten. An den Mike Azulin auf Platz 7 mit 140 Punkten, Robert Ley mit 139 Punkten, Matthias Lamm auf Platz 9 mit 134 Punkten und Christian Darms auf Platz 10 mit 130 Punkten. Ich würde mal sagen, das reicht, weil insgesamt haben wir 34 Fahrer, da quatsche ich dann die ganzen Punkte noch bis weit übers Qualifying hindurch. Ja. Gucken wir uns noch so ein bisschen die Teamwertung an, da haben wir nämlich derzeit The Jokers auf den ersten Platz mit insgesamt 550 Punkten. Dann BS Motorsports Junior mit 489 Punkten. Sozusagen 3 Punkte Vorsprung vor BS Motorsports Senior, quasi die Jungen vor den etwas älteren, zumindest wenn es nach den Namen so geht. Auf Platz 2 und Platz 3, dann haben wir Platz 4 VE Racing und Platz 5 Ace Racing. Auch das, wie gesagt, sind insgesamt 14 Teams. Nehmen wir erstmal nur die ersten 5. Auch schon bald soweit sein, dass wir dann sozusagen ins Qualifying starten. Wie gesagt, ich bestätige, oder besser, ich berichtige mich nochmal von vorhin. Wir sind nämlich heute in Dover beim NASCAR. Jetzt schauen wir gerade mal, Qualifying geschalten wird. Und dann geht es auch so ein bisschen los. In der Zeit können wir uns ja, denke ich mal, so ein kleines bisschen Strecke, na gut, was heißt wirklich Strecke anschauen. Das sind ja, wie man es von NASCAR kennt, da ein Oval, von daher gibt es nicht unbedingt viel bei der Strecke zum Anschauen. So, geht los. Sie wollen jetzt da umschalten. Dann geht's ja jetzt los. Genau. Dann schauen wir uns mal an, wer da jetzt als erstes da auf die Strecke rausfahren wird. Bis derzeit habe ich noch keinen wirklich gefunden. Die warten noch alle schön fleißig. Bis da mal einer was los macht. Die Zeit, die ist auch noch nicht ganz oben. Da links oben sehen wir es, und da eigentlich die 5 Minuten. Ein paar Sekunden. Sind derzeit noch keinen so wirklich auf den Schirm, der rausfährt. Genau, da sehen wir auch, jetzt gibt sich schon die ersten raus. Man sich das mal ein kleines bisschen anschauen. Vielleicht mal noch onboard. Da sieht man mal, das ist aber natürlich NASCAR. Aber ich muss sagen, ich bin immer persönlich da ziemlich fasziniert davon, wie man das so hinkriegt, da punktgenau hintereinander heranzufahren. Das ist nicht so einfach auf jeden Fall, also es ist schon sehr kompliziert, denke ich mal. Also so einfach wird es nicht sein, wie es ausschaut. Das stimmt allerdings, vor allen Dingen dieses sogenannte Bandcrafting. Wenn man ja da hintereinander herfährt und man sich sozusagen ein kleines bisschen immer anschubst und anschubst und somit am schnellsten fährt, wenn da irgendwie einer einen Fehler macht, dann fliegst du da zu zweit oder zu dritt ab. Also das ist wirklich mehr als schwierig. Auch wenn es einfach aussieht, man sagt, man hat wirklich da nur, eigentlich sind es nur 2 Kurven und 2 Geraden, aber das ist wirklich richtig schwierig. Uns gerade mal so ein bisschen die Zeiten an. Da haben wir nämlich gerade den Marius Bert auf Platz 1, dann Martin Stöllinger auf 2, Marius Bert 22,8 und Martin Stöllinger 22,9, also sehr, sehr dichte Zeiten hier. Natürlich, was da zu erwarten ist.
Bei einer so kleinen Strecke ist es jetzt sehr ungewöhnlich, dass der erste, sagen wir mal, 10 Sekunden vom letzten entfernt ist. Das ist natürlich auch der Vorteil beim Nasser, den man da hat. Jetzt haben wir hier Martin Stöllinger, der derzeit doch wieder Erstplatzierter ist. 22.834, also 6.000stel vor Marius Bert. Qualifying geht natürlich sehr, sehr zügig vor, weil wir haben nämlich nur zwei Runden, insgesamt vier Runden. Die Outlap zählt als Runde, dann zwei gezeitete Runde und dann die Inlap. Das zählt allerdings auch dann schon wieder als gezeitete Runde. Genau, Sozusagen als Runde. also aktuell ist der Martin Stöllinger auf P1, aber auch nur 6.000stel vor Marius Bert. Die zwei Genau. sind sehr eng, aber sind schon durch, also haben keine Runden mehr. Ja, wir müssten auch fast alle durchschauen. Jetzt sind wir noch ein bisschen bei Platz 3 gewesen, Gary Hart. Der hat, glaube ich, jetzt noch diese Runde und danach müsste er auch durch sein. Platz 3 und Platz 4, Gary Hart und Dominik Wölfel, die sind doch noch nicht die einzigen. Aber sonst steht bei den ersten 10 überall ein Finish dahinter, Gary Hart. Da müsste jetzt der ist dann auch durch. Da hat sich jetzt das Finish auch bei ihm ergänzt. Noch der Sandro Patrucciello, der derzeit. Der hat sich da noch vorgeschoben, aber der ist auch durch. Von daher, Staukopf war überall, das Finish dahinter ergeben. Das heißt, wir sind mit dem Qualifying schon durch. Und da haben wir nämlich den Martin Stöllinger auf 1, Marius Bert auf 2, Gary Hart auf 3, den Sandro Patriciello auf 4, Dominik Wölfel auf Platz 5, Roberto Alaimo auf Platz 6, Chris Darms auf Platz 7, Chris Schub auf Platz 8. Meine Leiste hier nicht runterscrollen. Robert Ley auf Platz 9 und Noah Nevi, der macht die Top 10 voll. Jetzt würde ich sagen, die ersten drei sparen wir uns für heute mal, weil es sind nämlich jetzt nur 5 Minuten bis zum Rennen und wenn wir da die Kollegen noch irgendwie belästigen, dann schaffen wir es nicht. Deshalb beobachten wir lieber die noch ein kleines bisschen. Jo, hallo. Hallo. Ich wollte mal kurz fragen, soweit alles in Ordnung ist. So, den Noah haben wir jetzt wieder rausgehauen. Der musste nämlich irgendwie auf die Toilette und hat sich da jetzt bei uns verlaufen, hier in die Kabine hineingestürmt. Aber Noah kommt dann am Ende des Rennens nochmal wieder. Zumindest weiß er jetzt, wo wir sind. Ja, falsche Tür abgebogen. Toilette war eins weiter vorn, sozusagen. Tja, naja, passiert in der Hektik. Hat er Genau, nur 5 ja. Minuten Zeit. Wollte gerade sagen, Hektik ist gut, 5 Minuten Qualifying, 5 Minuten zwischen Qualifying und Rennen und dann geht's ja schon los. Also es geht wirklich zügig, zügig hintereinander weg heute. So sieht's aus. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Warm-up. Da werden die Jungs sich noch mal ein bisschen einfahren, denke ich mal. Was ja auch Sinn macht. Rennsprit ist das alles noch ein bisschen anders als Quali-Sprit. Das stimmt allerdings auch vom Setup her, ist es ein bisschen anders. Weil du Richtig. ja im Qualifying wirklich, wie gesagt, du hast ja bloß eine Outlap, die zwei gezeiteten Runden und dann fährst du schon wieder rein. Das heißt, wie du mit deinen Reifen umgehst, es ist eigentlich relativ egal, weil die vier Runden überleben die sowieso. Genau so ist es. Und im Rennen sieht das natürlich ganz anders aus. Da müssen Ja, die schon mal und für ein paar Runden halten. na und im Rennen müsst du auch solche kleinen Banden, na gut, das war zwar jetzt nur eine kleine Berührung, aber wenn es dann mal stärker gegen die Bande geht, dann möchtest du das am besten da irgendwie vor. Reifen. Von Bord. Dabei wurde es natürlich bei Nesca immer ein bisschen doof ist mit der anderen Perspektive. Und da setzen wir uns da mal auf die Motorhaube drauf und dann können wir das mal anschauen, wie es da aussieht.
Die ist recht kurz, also die Strecke. Die Kurve dementsprechend relativ eng, zumindest zum letzten Grand Prix. Und alles natürlich viel, viel enger. Ja, und eng ist das gute Passwort. Also da passen hier wahrscheinlich zwei Autos allerhöchstens, und da auf der Geraden, ja, da wird es schon ganz schön eng. Also zwei Autos mehr nicht, ansonsten ist das schon ein bisschen sehr optimistisch alles. Ja. Was ich ja wirklich schön finde, also das ist wirklich meine persönliche Meinung, das gefällt mir an NASCAR, wenn man jetzt wirklich mal auf die nächste Kurve ausfährt, wie hoch die Tribünen gezogen sind. Also das erinnert mich wirklich so ein bisschen an ein Fußballstadion. Das ist wirklich bei NASCAR an sich immer Wahnsinn, was man da in so einem kleinen Kurs für riesige Tribünen immer hinbaut. Ganz genau. Da oben sehen wir die Uhr, 1 Minute 23. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Müsste eigentlich schon fast um sein, oder? Ja, na, jetzt ist noch eine Minute noch. 3 Sekunden, von daher, das ist natürlich schlecht zu erkennen. Oder brauchst du demnächst noch eine Brille, Christian? Also. Jetzt noch ein bisschen blöd länger in den Staaten unterwegs sind, nicht, dass wir dir noch irgendwo eine Brille unterwegs kaufen müssen. Da wenn dann eine dickere, also ich habe ja schon eine, so ist nicht. Ja, noch relativ lang. Irgendwas heißt relativ. Wir haben noch ein ganz schön paar Rennen vor uns und von daher geht es nochmal quer durch die USA. Genau. Schon gesagt, dass die Strecke ist eine Meile oder also gesagt 1,609 Kilometer lang, also das ist nichts, wenn ich überlege, das ist ungefähr von mir bis auf Arbeit und das ist eigentlich mal vorstellen, wie schnell man alleine schon zu Fuß 1,609 Kilometer fährt, von daher muss man sich nicht wundern, dass die Rundenzeiten so um die 22, 23 Sekunden liegen, weil das ist halt wirklich eine sehr, sehr kurze Strecke. Ja, also absolut, sieht man ja auch an den Rundenzeiten, also 22er Rundenzeiten sind natürlich nicht gerade viel. Jetzt müssen wir halt drum haben, da oben ist ja, jetzt haben wir 0-0, dann geht es auch sozusagen schon ins Rennen. Wie gesagt, die ersten drei haben wir uns heute mal gespart, weil es ist wirklich sehr viel Stress, da in 5 Minuten 3 Interviews durchzuquetschen, das ist alles andere als schön. Daher heben wir uns das dann lieber zum Schluss auf. Genau. Können wir dann ausführlich alles nochmal besprechen? Genau. So, jetzt haben wir dann sozusagen ins Rennen geschalten. Natürlich NASCAR-typisch. Am besten, das würde ich mal sagen, besser klasse mal du, Christian, wie es jetzt hier so losgeht. Ja, also gestartet wird natürlich in der Formation. Also es wird, wie ich das weiß, hinterm Safety Car losgefahren und dann im Formationsflug eine Einführungsrunde und fliegender Start. Das heißt, sie müssen sich dann aufreihen und starten dann praktisch alle, so wie sie da stehen, nebeneinander. Im Flugmodus, sage ich jetzt mal. Also sind fahrend der Start. Also die stehen nicht wie normale Rennserien, sondern fahren halt. Und ja, und dann wollen wir mal hoffen, dass es nicht gleich knallt. Ja, das ist natürlich die Gefahr, vor allem bei so einer kurzen Strecke, da du hast ja nicht wirklich da irgendwie viel Zeit und vor allem die erste Kurve kommt ja gleich. Ja, so kurz und dann müsst du dich da schon vorsetzen. Aber wiederum gesagt, das ist ja im NASCAR so ein kleines bisschen anders als Formel 1, weil wenn du jetzt hier zum Beispiel als erster startest, hast du meiner Meinung nach eigentlich die schlechtesten Chancen, aber schon ein Handicap, weil du kannst halt wahrscheinlich mit keinem zusammenarbeiten. Wenn der zweite und dritte zusammenarbeiten, wir nennen es jetzt einfach mal Schubsen. Ja. Dann hast du als erster keine Chance. Richtig, so sieht's aus. Die schieben sich dementsprechend so, dass du da eigentlich gar keine Möglichkeit hast, mehr dich zu wehren. Das ist richtig. Jetzt Safety Car ist abgebogen, genau. So wie ich es gesehen habe. Genau, und jetzt geht's dann auch los. Genau, da haben wir's. Und los geht's. Ja, Martin. Schon auf 2 zurückgefallen. Und ich glaube, es sind alle durchgekommen. Also ich sehe da nächstes Mal gerade eine wunderschöne Kamera. Und da hinten sind aber alle gut durchgekommen. Also die erwartete Massenkarambolage ist wirklich ausgeblieben. Und das ist schon mal sehr, sehr schön. Sehr positiv. Ich
jeden Fall. Du hast die da eigentlich nicht sehr, sehr gut. Das ist natürlich so ein bisschen Brüppchenbildung. Jetzt müsstet ihr irgendwo jemanden finden, der ungefähr gleich schnell wie du ist. Oder vielleicht, wenn du Glück hast, sogar ein bisschen schneller. Weil genau, und dann einfach hinten ran. Genau, und dann schön hinten rein und dann ziehen lassen bzw. schieben und dann geht's voran. Derzeit haben wir aber das nicht so wirklich. Jetzt muss ich das Feld erstmal ein kleines bisschen sortieren. Der doch schnellere vielleicht absetzen oder auch nicht. Weil jetzt also fängt es wahrscheinlich ein kleines bisschen an. Also die ersten zwei konnten sich schon mal so ein bisschen zumindest absetzen. Also 7/10 sind die jetzt schon, oder 8/10 fast weg. Jetzt sind es wieder 6/7 sind sie schon wieder weg von dem dritten, von Sandro. Also Marius führt aktuell vor Martin. Die sind jetzt gute 7/8 schon weg. Also es ist jetzt nicht viel, aber es ist schon ordentlich. Also schon fast raus aus dem Windschatten. Genau, und was man jetzt machen muss, das ist mir nämlich jetzt gerade erst mal aufgefallen. Wir fahren nämlich heute 240 Runden. Also wirklich 240 Mal an derselben Stelle vorbei. Und ich meine, das ist ja, finde ich, als Fahrer schon irgendwie ein bisschen belastend, würde ich fast sagen, wenn ich 240 Mal da immer an derselben Stelle vorbei fahre. Ja, frustrierend vor allen Dingen. Ich meine, die Strecke ist zwar recht kurz, das geht zwar sehr schnell, aber das ist halt trotzdem, irgendwann schaust du dann doch immer mal auf die Rundenanzahl und wenn du dann immer noch so 150 Runden hast, das ist natürlich sehr belastend. Nach der Zeit, da musst du echt Nervenstärke bewahren, aber ich denke mal, die Jungs sind so abgebrüht, dass sie das schon hinkriegen werden. Und da hinten haben wir schon gesehen, nach den ersten 6, da ist schon eine Lücke da, da muss schon einer abreißen lassen. Das ist jetzt, ich schau gerade mal wieder auf meinen Zeitmonitor, wenn er denn jetzt so will, wie ich das will. Ja, und das möchte er gerade nicht so. Das ist dann, die ersten 4 sind so innerhalb von einer Sekunde und dann Chris Schub auf Platz 5 hat, musst du dann schon abreißen lassen. Also die ersten 4 sind noch ganz gut, aber dann ab Chris Schub, die sind dann schon 2 Sekunden weg hinter Marius. Genau, da sehen wir es auch, wo schon der Abstand ist. Genau. Dann onboard jetzt bei Chris Schub. Ja, da kommst du natürlich alleine nicht mehr ran, also da müsst ihr sich jetzt mit irgendjemandem suchen, der da vorbeigehen kann, weil so alleine irgendwo hinterherfahren, das bringt auf Dauer weder ihm noch irgendjemand anderem was. Richtig. Also sag mal, 1 und 2 ist ein kleines Grüppchen, 3, 4, dann schon eine Riesenlücke zu 5 und 6. Die zwei sind jetzt auch nicht gerade eng beieinander. 7, 8 hat schon eine relativ große Lücke zu 6 und 5 und dann dahinter 9, 10, 11, 12. Die haben dann schon einen sehr großen Abstand zu Platz 8. Also das ist schon ordentlich. Ja, aber wenn man das hinten gesehen hat, also da hinten ist, das sieht man es jetzt auch immer. Ja, genau so, die machen, die beiden machen das jetzt wahrscheinlich schon. Machen das schon so ein kleines bisschen. Der Ronny Gretti da auf Platz 16. Genau. Bernd Köhler auf Platz 15. Beiden, die machen das jetzt auch schon optimal. Da müsstest du noch ein bisschen mehr ins Heck rein. Müsste sich gegenseitig da helfen. Also ein kleines bisschen ran muss er noch. Aber das ist halt schwierig auf so einer Strecke, wo du dann halt, ja, sehr, sehr kurze Geraden eigentlich im Vergleich nur hast und im Endeffekt in die Kurven so reinfahren ist gar nicht so einfach, vor allem wenn die Kurven so eng da sind. Es ist relativ schwierig, dann auch so dicht aufzufahren, vor allen Dingen. Vor allen Dingen Gefahr, wenn du da wirklich mal ein bisschen schief hinten ans Heck setzt, weil dann drehst du dein Vordermann einfach weg. Genau so ist es. Vor allen Dingen kann das ja hier relativ schnell passieren. Ich meine, die Jungs haben ja nicht wirklich einen richtigen Spoiler, haben sie ja auch nicht hinten drauf und die sind natürlich sehr locker auf der Hinterachse. Das war schon sehr, sehr weit, also da hat einer eine sehr, sehr weit Kurve genommen. Und der ist halt noch alle fort drin. Ja, und jetzt, wir haben jetzt ein bisschen, wie schon gesagt, das Grüppchenbildung. Also Platz 1 bis 4, die machen da irgendwie eine Vierergruppe. Platz 5, Platz 6, Platz 7 und Platz 8, ja. Da wollen wir es einfach mal, die machen, was sie wollen, das merkt man auch. Die verlieren nach vorn, aber gewinnen trotzdem auf Platz 9 und Platz 10. Das sind ungefähr schon 2 Sekunden zwischen Platz 8 und Platz 9. Ja. Die verlieren schon ordentlich. Also die 4 vorne gehen wirklich ein sehr schönes Tempo. Also wenn ich das mal so sehe, wenn man das mal so sieht, das ist schon
schon krass. Also, obwohl ja eigentlich die Jungs auf 6-7 ja eigentlich bis Platz 11 sogar die Zeit mitgehen können. Also eigentlich, aber es ist wahrscheinlich am Anfang so viel Tobago gewesen, dass die Jungs da nicht so mehr mithalten konnten, beziehungsweise der Abstand so groß war. So, Platz 3 und 2, sehe ich das jetzt richtig? Sind jetzt so eng beieinander? Schauen wir uns gleich mal an. Da haben wir Platz 3. Ja, das ist allgemein immer noch so ein bisschen ein Vierergruppe. Ach so. Platz 5 kommt auf jeden Fall hinten ran. Ja. Der schiebt da langsam ran, der macht ein bisschen seinen Namen die Ehre. Der schiebt sich sozusagen an, da an diese Gruppe von ran zu fahren. Ja. Der hat noch sein Marius Bert auf Platz 1, Martin Schellinger auf 2, Sandro auf 3 und Gary Hart auf Platz 4 und von mir angesprochen Chris Schuh Platz 5. Also die fahren jetzt Platz 5 auf Platz 6. Er hat nämlich weiter ran, nämlich Chris Darms. Also die kommen jetzt ein bisschen ran an die Gruppe davon und jetzt müssten. Ja, die vor den beiden, also 3 und 4, fahren circa ein Zehntel langsamer als 5 und 6. Also das ist. Jetzt sieht man es auch deutlich schon eigentlich, dass der Chris Schub schon fast an Gary dran ist. Der ist jetzt schon im Windschatten, denke ich mal. So sieht es zumindest aus. Genau, da haben wir die beiden hit. Und das ist Windschatten ist er definitiv schon. Ja, ist nicht viel. Ja, aber da kommt hier dann Platz 7 wieder mit. Also, das ist halt das Problem, wenn du schon ein kleines bisschen da hakst, wenn du nicht wirklich irgendwie zusammenarbeitest, dann. War's das schon? Da verlierst du sehr, sehr, sehr viel Zeit bei. Das ist irgendwie eigentlich auch irgendwie ein Mannschaftssport, ja. Weil alleine kommst du nicht weg und alleine kannst du auch nicht aufholen. Das ist. Du brauchst immer einen Gegner, der mitzieht, der dir hilft. Ansonsten hast du eigentlich keine Chance, das Rennen jemals zu gewinnen. Genau, was mir so ein bisschen. Ach, Meier, da hat jede Menge Plätze verloren. Und jetzt mal gucken wir mal im Replay. Und jetzt leider nichts Besonderes mehr. Oder doch. Einmal, da hat nämlich jede Menge Plätze verloren gehabt, aber das haben wir jetzt wahrscheinlich ein kleines bisschen verpasst. Schade, wie es ist. Da haben wir mich jetzt schon, das muss auch sein, da haben wir jetzt schon 20 Runden rum. Also das ist wirklich, wie gesagt, das geht hintereinander weg. Eine Rundenzeit von 22 Sekunden, das heißt, du fährst pro Minute schon alleine 3 Runden. Das war jetzt aber echt eng, wenn sie sich nicht sogar berührt haben da. Also das bringt natürlich gar nichts, sich jetzt gegenseitig da so reinzustellen, da verlieren sie mehr Zeit als alles andere. Ja eben, das ist. Da musst du halt, wie schon gesagt, das ist doch so ein kleines bisschen in Rennsport, aber dann halt in die Nase zu haben, doch im richtigen Augenblick egoistisch zu sein. Ja. Boah, hinten haben sie sich berührt. Genau. Oder Platz 90, da haben wir die 4. Da geht's auch richtig schön eng beieinander. Boah. Und die scheint nicht wirklich zu helfen, also. Wirklich eng. Ja, ziemlich weit mit der Linie. Also das ist ja, oh, das ist ja schon brutal. Also das ist ja schon. Und jetzt nimmt er die Auslinie und da fahren natürlich sofort zwei Leute vorbei. Also dahin geht es wirklich richtig zur Sache. Ja. Da wirst du. Also so wird man nicht sehr viel reisen können. Der Ralf macht da zum Rabiat zu. Uiuiuiui, da wäre fast noch hinten drauf gefahren. Ja, jetzt natürlich nichts mehr von dieser Gruppe da hinten, würde sich denken. Ja, alleine, wie gesagt, ist es relativ schwierig, sondern die behaken sich weiterhin, dann geht's natürlich. Aber ansonsten wird es schwierig für ihn, sich da einfach wegzufahren. Also ich finde ja auch, sie müssen ja auch Nerven wie Stahlseile haben, ja, weil das ist ja doch ziemlich aufreibend, weil du bist ja immer im Fight eigentlich, immer.
Das stimmt allerdings nun. Vor allem, ich musste halt aufpassen. Du musst wissen, ja, das ist vielleicht clever mit dem zusammenarbeiten, weil der fährt halt, was weiß ich, 10 Zehntel schneller. Und es ist ja bei dieser Runde 10 Zehntel. Das ist ja wirklich schon viel. Da muss ich vielleicht mit dem zusammenarbeiten. Und der aber nicht so schnell, das ist vielleicht dann nicht so clever. Da muss ich vielleicht schnellstmöglich wieder weg. Also, das ist wirklich Anfang an gucken. Erstmal die ganzen Hotlaps anschauen. Die kann man sich auch bei Homepage anschauen. Der einzelnen Fahrer, wie die vielleicht dann drauf ist. Und dann wirklich immer gucken, dass du halt im Mannschaftssport, aber trotzdem mit diesem, wie schon vorhin gesagt, mit diesem Hauch Ignoranz, ja, Egoismus da irgendwie vorkommst. Ja, anders kannst du dann vernünftig in die Punkte fahren beziehungsweise gewinnen. Aber trotzdem, also für mich wäre es jetzt nicht, ne, vom Fahrerischen her, aber es gibt natürlich Leute, die haben Nerven, das ist ja Wahnsinn. Das sieht man hier auch deutlich, wie die Jungs kämpfen und trotzdem eigentlich kaum Zeit verlieren. Ja, das ist ja das. Ich meine, du musst ja schon alleine wirklich eine sehr, sehr ruhige Hand haben, wenn du da innerhalb von 2 Zentimeter hinten rangierst an dem sein Hit und sozusagen immer anschubst, wenn du doch mal in der Kurve falsch hast, dann fliegt du vielleicht weiter ab. Also wirklich, Nesca, es sieht leicht aus. Also wenn man das wirklich anschaut, da denken die Fahrer bloß im Kreis, aber wenn man das wirklich selbst mal irgendwie gefahren ist, egal ob im Sim-Racing oder wenn man irgendwie mal das Glück hat, das in echt zu fahren, also das ist wirklich mehr als schwer. Ja, absolut. Also einfach ist es bestimmt nicht. Ganz sicher nicht. Vor allen Dingen geht es dann irgendwann auch mal auf die Hände, wenn du immer in eine Richtung lenkst. Das ist natürlich. Da haben wir noch ein schönes 5er. Ja. Sind eigentlich vorne aus. 1 bis 5. Ne. 1 und 2 haben sich jetzt deutlich abgesetzt. Also Marius und Martin haben jetzt schon echt richtig Vorsprung. 1,7 Sekunden vor dem Drittplatzierten. Der wiederum hat auch nochmal 1,3 Sekunden Vorsprung vor Gary Hart auf Platz 4. Und ja, Gary hat natürlich dann auch dementsprechend fast 2 Sekunden schon Vorsprung vor Chris und vor Chris und Chris. Also vor Chris Schub und Chris Dahms. Die haben da schon richtig Zeit zwischengelegt. Ja, und 2 Sekunden ist ja wirklich auf dieser Strecke sehr, sehr viel. Das ist ja nicht wie in der Formel 1, weil bei 2 Sekunden siehst du den anderen noch. Ich meine, das siehst du jetzt auch, aber da ist ja schon eine halbe Kurve wieder fast vor dir. Genau, das ist also beim Rennsport echt sehr, sehr, sehr viel. Bei anderen Rennserien ist es wirklich sehr wenig, aber hier ist es natürlich schon echt verdammt viel, weil eine Safety-Car-Phase und dann ist auch schon wieder. Das alles ist natürlich anders. Jetzt das Nächste, wenn du jetzt da vorne 10 Sekunden rausfährst und dann geht's in Safety Car, dann ist das alles umsonst gewesen. Also das ist auch immer noch ein kleines bisschen Risikofaktor, weil du weißt ja nicht, was die anderen hinter dir machen. Das Einzige, was du versuchen kannst, das ein bisschen auszugleichen, ist dann mit einem Stop in dem Moment, wenn sie merken, der Safety Car kommt raus, einen Stop einlegen und gucken, dass oder hoffen, dass dann dementsprechend, wenn sie wieder rausfahren, das Safety Car vorne wegfährt, relativ schnell wieder reinfährt, dass du da nicht allzu viel Zeit verlierst, aber das ist natürlich meistens nicht so, weil einfach das Safety Car 2 Runden draußen bleibt und dementsprechend hast du gar nicht die Möglichkeit, 10 Sekunden dann auch wirklich, oder ich sag jetzt mal 10, 5 Sekunden, wie auch immer, da wirklich einzuholen. Das ist halt fast nicht machbar, aber. Ja, das ist halt immer, wie gesagt, das ist das Risiko da mit dem Safety Car beim NASCAR. Ja, da kannst du dich auf nichts verlassen. Also gewinnen kann noch fast jeder. Also vielleicht bis auf die, die jetzt überrundet sind, aber ansonsten kann ja eigentlich noch jeder gewinnen, weil eine Safety Car Phase und schon ist alles wieder offen. Ja, und währenddessen, wir sind ein bisschen da Platz 14, 15, 16, 17, weil ja, wie gesagt, das ist schon. Vorne die arbeiten zusammen, Marius Bert und Martin Stöllinger, und jetzt setzen sich jetzt schon insgesamt 2 Sekunden auf Sandro ab, und die anderen Abstände hast du ja schon durchgesagt. Von daher haben wir jetzt vorne an der Spitze nicht wirklich so die riesigen Überholmanöver. Von daher sind wir jetzt in dieser Gruppe Platz, ich sehe gerade Platz 14 bis Platz 17 ist, das ist wirklich derzeit unser engstes Pärchen. Nein, jetzt haben wir noch Platz 8 bis Platz 11. Platz und 12 Platz hat ein 21, 21 bis 23 auch. Genau, Platz 11 haben sie da ein bisschen rausgelassen. Ne, Platz 12 ist das.
Dritter, so komplett alleine, Platz 12 ist derzeit Marco Meyer. Der hat nämlich nach vorn 2 Sekunden, nach hinten ungefähr 2 Sekunden um. Das war, die berührt haben sie sich auf jeden Fall. Das ist halt das Blöde auch bei NSK. Hast du da eine kleine Beule drin, dann verlierst du direkt schon mal 2-3 km/h auf der Geraden. Also Top Speed. Das ist halt echt blöd an der NSK. Aber das zeigt halt umso mehr, dass die Leute richtig konzentriert sein müssen, dass sie keine Fehler machen. Und was man da sagen muss, man fährt ja auch mit 100% Schadenmodell. Also das ist ja schon mal eine Nummer schwieriger. Richtig, ganz genau. Ja, wie gesagt, also die kleinste Berührung und du hast gleich mal ein paar km/h Einbußen, also bei der Topspeed und vielleicht sogar auch in den Kurven dementsprechend das Unter- oder Übersteuern durch diesen kleinen Berührer, wie auch immer. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Es kostet dich natürlich wertvolle Zehntel. Ja, wenn du das rechnest, wenn du nur pro Runde ein Zehntel verlierst auf 240 Runden gerechnet, also das ist schon wirklich ganz, ganz viel. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt mal eben gesehen, wie das aussieht, wenn man da nebeneinander durch die Kurve fährt. Also das geht schon mit bisschen Respekt, und wenn vielleicht der eine ein bisschen nachgibt, dann geht das. Dann kann man einfach die Bande. Ja. Das geht, aber das geht auch nur, wenn die Jungs das wirklich gut unter Kontrolle haben, sonst ist es schwierig. Aber es sieht ja hier dementsprechend aus, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber natürlich können solche Geschichten immer mal passieren, dass du einfach eine Millisekunde mal nicht aufgepasst hast und schon hängst du im Heck bzw. in der Seite von dem anderen, von dem Gegner, und schon passiert dann Unfall. Und wenn man Pech hat, einen Massencrash, wie auch immer, wenn dann noch andere Fahrzeuge einfahren. Mal so ein bisschen auf die Rundzeiten, also wie gesagt, was ja zu erwarten war, an die Qualifying-Zeiten kommen wir nicht ran. Wir sind jetzt bei 23,8 ungefähr, Marius Bert und Martin Stellinger 1,23,9. Das liegt da wahrscheinlich daran, dass jetzt nach 45 Runden, ich wollte schon fast sagen Reifen, nach 45 Runden die Reifen schon so ein bisschen nachgeben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bald dann die ersten Stops dann mal sehen. Das denke ich auch, weil die Zeiten schon nicht mehr so toll. Also wir waren mal bei niedrigen 23 bis hohen 22er Zeiten. Die habe ich auch schon gesehen. Aber das ist schon, ja, ganze Zeit her. Ja, die ganze Zeit her, genau so ist es. Das wird auch nicht mehr allzulange dauern, denke ich mal. Da werden die ersten schon reinkommen. Aber sind wir mal bei Platz 7, 8 und 9, und um es namentlich zu machen, bei Chris Darms, Nuran Devi und Matthias Koch. Und das ist, wie ich das schon vorhin skript, was du so ein bisschen Platz 8 und Platz 9. Also die, wenn er so wirklich helfen, ist es auch da nicht, sondern schon so der Zweikampf. Jetzt haben wir da so. Dann sind wir schon die Ersten, der. Oder ja, rausfahren. Der Erste schon. Nein, ja, reinfahren. Nee, das war rausfahren. Und Platz 26, der Josef Buck, der hat jetzt schon einen Boxenstopp gemacht. Genau. Ich wollte gerade sagen, hier hat man schon gesehen, dass es auch gut geht, wenn man da zu dritt durch die Kurve fährt. Das Wort so ziemlich eng, aber es geht wenigstens einigermaßen gut. Eng wird's alle Male und ja, aber die Jungs haben das echt gut unter Kontrolle, also das läuft schon gut. Ist ja mal kleine Berührungen passieren immer mal, aber so, da fährt, oh, was war das? Uiuiui. Ja, doch, Boxenstopp, also wahrscheinlich hat nur noch ein bisschen viel Schwung gehabt, bis sie ihn da wieder raustreibt, und jetzt geht's dann doch eine Boxenstopp. Wie schon gesagt, jetzt geht's los. Ja, damit habe ich dann auch schon mehr gerechnet, dass die jetzt in die Box fahren langsam. Ja, bis jetzt haben 4 Fahrzeuge einen Boxstopp gemacht. Einer schon ausgefallen, das ist der Dominik Weifel, oder? Wölfel. Genau. Er hat sich schon in Runde 4 rausgefallen, also jetzt haben wir so ein bisschen jetzt diesen ganzen Getummel da.
aus den Augen gelassen. Ich sag, wenn Dominik will, da kann er dann auch zu uns reinstürmen. Am besten nicht wie nur, dass er auf seiner von der Toilette dann zu uns kommt, aber er kann direkt zu uns reinkommen, wenn Dominik will. Ja, Matthias Lamm ist jetzt auch in der Box gewesen. Ralf Barth. Bin mal gespannt, also wenn die Führenden dann mal reinkommen, weil die verlieren natürlich dementsprechend dann noch Zeit, umso länger sie warten. Ja, aber derzeit sehen jetzt sagen, die Reifen noch nicht so, die Runden noch nicht so ganz übel aus. Ich meine, die fahren immer noch, jetzt sind es zwar schon 24.0, aber im Gegensatz zu 24.7 oder 24.2, was der Rest da fährt, das ist schon noch, sagen wir mal, das Beste vom Schlechten. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ah, Noah ist noch ein bisschen da, die fahren noch so hohe 23er, also 23,8. Das ist schon, ja, die sind noch sogar ein bisschen schneller als die Spitze. Ein bisschen in Zweikampf. So, Chris Dahms war ja natürlich auch in der Box, ist aber schon wieder draußen. Und jetzt geht's zu zweit durch die Kurve. Natürlich, außen hast du hier ein ganz, ganz... schlechte Nummer, und da musst du aufpassen, dass du nicht nur vom Hintermann überholt wirst, wenn du da wirklich so viel Geschwindigkeitsverlust hast in der Kurve. Ja, vor allen Dingen natürlich auch, geht dir irgendwann auch mal die Strecke da oben aus, also wenn du da nicht aufpasst und immer noch zu viel Topspeed hast oder zu viel Speed in der Kurve, dann macht es natürlich direkt mal einen Abflug. Ich bin mal gespannt, wann die ersten da in die Box kommen. Dauert noch so ein bisschen mehr, aber heute überhaupt. Das war jetzt Platz 18 bis Platz 3 und bis Platz 24 war jetzt in der Box. Sehe ich das jetzt hier gerade richtig? Der Chris Schuh, bist du jetzt auch in der Box? Sehen wir da noch aus. Der hat gerade zwei Plätze verloren. Oder nee, die sind im Zweikampf, ah ja, die sind im Zweikampf. Noah ist doch auf Platz 6. Also langsam müssten sie dann mal kommen, also das Ja, aber ich weiß nicht, ob die fahren wirklich noch da. Beiden, aber es ist ja wirklich, dass selbst wenn die jetzt noch gute Zeiten fahren, die anderen haben frische Reifen, die sind da automatisch einfach schneller. Das sieht man jetzt auch deutlich an Chris Dahms zum Beispiel. 23,2, Bernd Köhler 23,3. Also sind jetzt eine gute Sekunde schneller pro Runde. Natürlich, sie sind natürlich, glaube ich, auch schon überrundet dann in dem Moment. Ja, sie sind natürlich überrundet, müssen sich wieder entrunden. Die haben jetzt mehr als 22 Sekunden Rückstand. Aber wenn sie natürlich jetzt schnell sind und sich dementsprechend wieder ranfahren an die ersten zwei, haben sie natürlich vielleicht auch die Möglichkeit, nach deren Boxenstopps wieder ganz dicht an den ersten beiden dran zu sein, weil so ein Boxenstopp dauert natürlich auch dementsprechend. Genau, und wenn du natürlich jetzt wirklich, sagen wir mal, jetzt überrunden da ist, du kannst ja wirklich Glück haben, das heißt, du bist jetzt wirklich eine Sekunde schneller, überrundest dich zurück, und in dem Augenblick kommt das Safety Car, wenn du das wirklich so spekulierst, dann hast du natürlich den Joker, weil dann bist du in derselben Runde wie alle, besser wie der Führende. Und ja, dann geht es sozusagen wieder von vorne los. Also das wirklich, wenn du so spekulierst und so Glück hast, das Beste, was dir passieren kann. Ja, vor allen Dingen, weil ja dein Spitze sowieso an die Box gehen wird, sich neue Reifen holen wird, weil damit dann verlieren sie nämlich nicht so viel Zeit. Aber dadurch sind die, die natürlich schon in der Box waren, haben natürlich deutlich den Vorteil, weil sie dann halt viel weiter vorne sind in dem Moment, weil sie einfach die Möglichkeit genutzt haben und vorher in der Box waren und den Zeitvorteil haben. Genau. Martin Stöllinger in Box, oder sehe ich das richtig? Nee. Nee, doch nicht. Der hat jetzt aber schon einen deutlichen Rückstand, oder? Der ist aber einen richtigen Rückstand, der hat schon... Irgendwas war da passiert. 3 Sekunden, also es war eben noch nicht so der Fall. Aber 3 Sekunden Rückstand jetzt schon. Ja, ich vermute mal, das ist jetzt der... Ui! Ist nur... Der verliert immer mehr jetzt. Da ist wahrscheinlich noch so ein bisschen... grafischen Fehler. Also das ist wahrscheinlich jetzt wirklich, dass die Reifen, denke ich mal, bei ihm so ziemlich am Limit sind. Schau jetzt mal, ich denke mal, jetzt sind es schon, dort sieht man schon mal 3 Sekunden. Also der wird jetzt in die Box oder doch noch nicht, der fährt doch weiter. 9 Zehntel hat er jetzt verloren im letzten Umlauf. Jetzt sieht man es 4, ne doch jetzt wieder 3,9. Ja, jetzt bin ich natürlich mal gespannt, was er da macht.
Vielleicht haben jetzt auch nur die Reifen so ein bisschen zwischenzeitlich mal aufgegeben. Gary Hart in der Box. Aber jetzt müsste Martin eigentlich langsam mal reinkommen. Roberto Lai ist auch schon in der Box. Boah, er verliert aber deutlich. Es hat schon fast 5 Sekunden Rückstand. Ja, er verliert ungefähr eine halbe bis eine Sekunde pro Runde auf Marius Berg. Ja. Das ist ganz schön heftig. Also, 5 Sekunden jetzt schon. Und das sind einfach die letzten 2 oder 3 Runden. Also das haben wir aber vielleicht jetzt abbiegt. Jetzt. Jetzt biegt er ab. Nämlich Marius auch in der Box war. Von daher hat er sich jetzt gedacht, ja, was du kannst, kann ich auch. Von daher sind wir dann wenigstens zur gleichen Runde in der Box gewesen. Ja. Damit übernimmt Roberto Alaimo die Führung. Der war allerdings auch noch nicht in der Box. Noah Nevi Platz 2 und Matthias Koch Platz 3 waren aber natürlich alle noch nicht in der Box. Auch Marco Meyer noch nicht. Die ersten 10 wird dann gewonnen. Aber die ersten, nein, die ersten 18 sind doch noch nicht in der Box. Die anderen waren schon einmal drin. Jetzt nach, sagen wir mal, nach 66 Runden sozusagen alle bis auf die ersten 8 drin. Ich denke mal, bis zu spätestens 70 Runden wird es dann auch alle erwischt haben. So, Marius überholt den Martin wieder in der Box. Martin ist schon wieder unterwegs, beziehungsweise Marius war deutlich schneller als unterwegs als in der Box als Martin. Mal nebeneinander, Platz 12, Platz 13. Gehen wir durch die Kurve. Natürlich, jetzt sehe ich ja außenrum, du hast, wenn da vielleicht der Vordermann ein bisschen findet, man außenrum doch ganz schöne Chancen. Aber da war auch das Auto am Ausgang relativ unruhig. Hast du es gesehen auf der Hinterachse? Ja, unruhig war da noch ein gutes Wort. Da hat der guter Schutzengel noch geholfen, das Auto da wieder in die Spur zu treiben. Ja. Schon. So, schauen wir mal hier. Also jetzt waren die ersten hier nur noch nicht in der Box. Alle anderen waren bereits in der Box. Und der Chris Dahms hat mal richtig Plätze gut gemacht. Der hat sich jetzt zwischen Marius und Martin gesetzt. Also ist zurzeit jetzt auf Platz 6, Marius auf 5 und Martin auf 7. Bereinigt also, wird es dann rein nicht aussehen, dass er Platz 2 wäre. Richtig, ganz genau so ist es. Und das ist natürlich schon, da zeigt sich das, dass so ein bisschen früher, wenn du früher in die Box gehst, dass du da die Möglichkeit hast. Dann ist die Möglichkeit, ob er eventuell einen Stopp mehr machen muss am Ende. Das ist jetzt halt die Frage. Oder vielleicht kann er jetzt ein bisschen Reifen schon fahren, dass sich das am Ende wieder aufwiegt. Das ist halt jetzt das Problem. Richtig. Also, ich sag mal, Martin hat sowieso noch jede Menge Rückstand auf den Chris, also fast 4 Sekunden. Chris hat nur noch 7 Zehntel, was heißt nur noch, aber circa 7 Zehntel auf Marius. Und ja, die ersten 4 sind ja noch nicht in der Box gewesen. Aber dafür, dass sie so lang fahren, fahren die ersten 2, also Roberto und Noah, noch, ich sag mal, humane Rundenzeiten, sag ich jetzt mal. Das stimmt an. Frag ich mich ja, wann die Box kommen. Wie gesagt, die als einzige ist noch nicht drin, das nach 72 Runden. Und die fahren jetzt doch jetzt Lutz drin, jetzt nur die ersten 3. Ah, da bin ich mal gespannt, wie lange die das da schaffen. Aber immerhin, 73 Runden haben sie schon geschafft, ne? Das ist natürlich schon ordentlich. Allerdings. Frage, wie groß ist jetzt der Nutzen davon, ob du vielleicht einen Boxenstopp weg rationalisieren kannst, insgesamt aber pro Runde jetzt eine Sekunde verlierst. Das ist halt die Frage, wo das am besten macht. Ich glaube, auf so einer Distanz rentiert sich das kaum, glaube ich. Also, ich weiß nicht. Das wird, wenn man das nochmal runterrechnet, wird das circa, also wenn du jetzt reingehst, ungefähr noch 2 Stops auf jeden Fall. Also 2 Stops muss er noch tun und auch die ersten 3 noch. Ja. Hätte er noch einen Trip? Ja, es ist halt. Nee, also einen dritten muss er nicht mehr machen. Wenn er jetzt hier ist 75 Runden fährt, dann muss er keinen dritten mehr machen. Also, beziehungsweise noch einen vierten hinten dran sitzt. Er muss dann noch dreimal. Genau, in der 150. und nur 2
225. Ne? Also es ist so eine Frage. Vielleicht kann er jetzt auch im nächsten Stint noch länger fahren, dass er eventuell nur zwei Stops insgesamt macht, aber das, oh, das wage ich zu bezweifeln, da verlierst du ja richtig Zeit. Ja, aber derzeit verlieren sie noch Zeit, aber insgesamt scheint es doch... ...fahren die immer noch, und ich sehe zum Beispiel bei Nova Nevi, der verliert wirklich jetzt ganz schön viel Zeit. Jetzt wird er da schon wieder zurück überrundet, das ist ja keine Überrundung, sondern erstmal zurück Überrundungen. Und ob sich das jetzt wirklich noch aufgeht, da ist er jetzt, wenn man das sieht, so anderthalb bis zwei Sekunden pro Runde langsamer. Also ob das wirklich so derzeit noch produktiv ist, mal so ein das kleines bisschen in Frage stellen. Ja, das wage ich auch zu bezweifeln, dass das wirklich funktioniert. Auf die Dauer gesehen. Wobei man auch sagen muss, umso länger er draußen bleibt, sag ich jetzt mal, die anderen haben natürlich dementsprechend nachher schon wieder etwas schlechtere Reifen. Ja, also es gleicht sich irgendwann wieder aus, aber... Ja, das sind ja seine Lochschichter, das ist ja das Problem. Ich meine, die anderen sind schlecht, aber... Wenn er dann in die Box geht, weißt du, dann hat er ja wieder frische Reifen. Aber im Gegenüber, aber das gleicht sich ja jetzt alles aus. Ich meine, jetzt verliert er ja richtig viel Zeit. Das ist ja über eine Sekunde, die er da verliert. Das ist bestimmt anderthalb Kunden fast pro Runde. Und das ist verdammt viel hier auf der Runde gesehen. Schauen wir erstmal vielleicht Platz 1. Gratuliert sein Computer. Martin hat sich schon richtig gut wieder rangefahren an den Chris Darms. Ja, bis auf 0,8. Ja. Bleiben wir erstmal noch bei den ersten drei, weil wir müssen das jetzt wirklich mal reinkommen. Jetzt haben wir 80 Runden gefahren. Wahnsinn. 80 Runden. Ja, das heißt, im Endeffekt könnten die ersten drei. Nee. Der Matthias Koch ist jetzt drinne. Ja, Matthias Koch ist jetzt drin. Genau. Allerdings, Doanifi und Roberto Alaimo, die müssten nur noch einmal in die... Also, zweimal ja, insgesamt in die Box. Und das weiß ich nicht, ob das dann nachher im Endeffekt ein Vorteil ist. Also, wenn man es hochrechnet, ja. Also, müssten sie jetzt nochmal in der 160. rein und könnten dann durchfahren. Ja, wenn sie jetzt noch so 5, 6 Runden ranhängen, dann... Oder dass ich so ausgehen, dass jetzt geht er rein, also huiuiui, das würde dich eng jetzt, wie du gesagt hast, mit dieser noch einmal rein. Er muss jetzt den mittleren Satz, den muss er schon ein bisschen quälen. Ja, muss halt wieder 80 Runden ungefähr fahren. Die muss er schon bringen, sonst wird das natürlich nicht. Was Noah macht, er geht auch rein sozusagen. Jetzt haben wir wirklich alle drei, also nach 80 Runden dann auch die ersten drei, die wir bis dahin jetzt hatten in der Box. Ja. Gesehen habe, Chris Darms, der ist jetzt auf einmal weg. Ja, ist zurückgefallen auf Platz 10. Und jetzt vielleicht das nochmal an. Das ist Sache wirklich jetzt mal so ein bisschen zurückspulen. Und die Sache noch, dass wir beobachten können, was da jetzt passiert ist. Er fährt auch richtig langsam. Jetzt ist er wieder auf der 6. Ich glaube, da haben wir es jetzt schon. Schauen wir uns das jetzt einfach mal an, wir haben jetzt mal so ein bisschen zurückgespielt, da gab es eine Kollision, da fährt er nochmal in die Bande. Da schleicht er jetzt aber schon und jetzt zieht das Auto immer nach links, also da ist wahrscheinlich irgendwo bei dieser Kollision da was jetzt gebrochen. Jetzt, ja, da dreht sich nochmal komplett weg. Also der Marius ist hier deutlich der Gewinner eigentlich von den Boxenstops. Also er hat jetzt 5 Sekunden Vorsprung von Martin. Aber obwohl Bernd Köhler hat natürlich auch richtig gewonnen dadurch. Also der ist jetzt auf Platz 3. Der war deutlich weiter hinten. Er war, ich glaube, noch nicht mal unter den Top 10 vor den Stops. Das ist natürlich schon beeindruckend. Aber sieht man hier Matthias Koch zum Beispiel, der in der 80. Runde reingegangen ist, jetzt zurückgefallen auf Platz 13. Das ist natürlich schon heftig, der Rückstand jetzt. Über eine Runde. Hier geht es aber schon richtig zur Sache, wenn man das gesehen hat. Also da wird ja schon richtig gerammt und geschubst, also so wirklich, was das Auto hergibt. Also langsam werden die Jungs ungeduldig. Ja, ich meine, 86 Runden in Drittel haben wir schon weg. Oh. Uiuiui.
mal nebeneinander. Also wie gesagt, auf der Außenbahn, das habe ich vorhin gemerkt, das ist jetzt nicht so in der gravierenden Nachteil. Das kostet richtig Zeit jetzt. Also nicht nur, das war doch jetzt ein Nachteil, weil er da den Kollision mit der Bahn gekriegt hat, dann das Auto nicht mehr abfangen konnte. Da sieht man auch deutlich vorne links hat er den, oder vorne rechts eigentlich vom Fahrer aus gesehen, dass er da eine ordentliche Einkerbung hat. Sieht man. Ja, das sieht man sogar von dieser Telekamera da. Ja, ui. Da sieht man es. Hat er schon einen ordentlichen Dämpfer gekriegt. Nein, das ist glaube ich ein Quergestell. Ich habe jetzt leider nicht gesehen. Der erste war, wenn man so hinten gesehen hat, jemanden auf der Geraden gedreht. Außen vorbei, oder innen vorbei, nicht außen vorbei. Das ist wahrscheinlich das Problem, was du angesprochen hast, wenn du hier eine kleine Delle hast, dann verlierst du schon 3-4 km/h auf der Geraden und vor allen Dingen auch in der Kurve, und darum geht es jetzt wahrscheinlich so ein bisschen leicht vorbei. Ja. Uiuiui. Auch gesehen, da gab es so ein bisschen Berührung am Heck, dann das Auto ein bisschen quer. Geht's wirklich richtig zur Sache. Sechs Autos, wobei, die hier ineinander sind. Wobei man sagen muss, die sollten da lieber nicht so zur Sache gehen, sondern sich diszipliniert hinterherfahren und sich versuchen zu helfen, vielleicht noch weiter nach vorne zu kommen, weil so wird das natürlich nicht, wenn die sich gegenseitig behaken. Das finde ich natürlich umso schwieriger für die Jungs, da noch weiter nach vorne zu kommen. So, also ein bisschen helfen. Es sieht ja schon brutal aus, ja, wenn die da so eng beieinander fahren. Weißt du, was das Problem auch noch ist bei der Sim Racing mit der Connection? Bedeutet, wenn du so eng hintereinander herfährst, musst du wirklich alle eine wirklich gute Verbindung haben, weil hat einer mal zwischendurch irgendwie ein Lag oder wie auch immer, dann sitzt du direkt in dem Auto drin und dann geht's nur noch direkt geradeaus. Oder in die Wand. Also da musst du dann. Da musst du, glaube ich, auch schon viel aufpassen, dass da nichts passiert. Also die beiden hatten auch jetzt eine gute Connection gehabt. Kurz berührt. Ja. Ja, das ist halt wirklich das Problem. Wenn du da jetzt 8 Fahrer vor dir hast und du hast nur so ein 2000er DSL, dann kannst du durchaus da schon richtige Probleme damit geben. Ja, vor allen Dingen mit 34 Fahrzeugen. Naja, 34 sind wir jetzt hier nicht am Start gewesen, aber ich sag jetzt mal, selbst mit 25, 26 Fahrzeugen kann das durchaus problematisch werden mit einer etwas niedrigeren Leitung oder DSL-Geschwindigkeit. Aber sieht mir das überhaupt gar nicht danach aus. Ich habe nämlich keinem Rennen lecken sehen, also ist glaube ich, haben die alle eine recht gute Leistung. Eine Leitung, ich denke, naja, es ist ja auch, ich meine, hier in Deutschland ist ja relativ gut ausgebaut. Selbst die hintersten Ecken haben schon ein gutes DSL. Also. Genau, wurde schon gesagt, dass die vier Fahrer am Start gegangen sind, immerhin 28. Ich muss sagen, einen einzigen Ausfall haben wir jetzt erst nach 94 Runden. Also, jetzt muss man wirklich sagen, Respekt. Ja, absolut. Natürlich sehr gut. Auswahlquote ist natürlich schön gering, also gerade mal ein Auto und es ist natürlich eigentlich gar nichts, also das ist ja, das fällt eigentlich gar nichts auf im Rennen, sag ich jetzt mal, im Renngeschehen. Stimmt, ja. Obwohl es natürlich für den Fahrer an sich sehr schade ist, na klar. Aber Martin kommt langsam ran, also wie ich das jetzt hier sehe, also sind es nur noch 4,5, es waren mal 5 Sekunden. Ist irgendwas passiert sein? Ja, bei Bernd Köhler ist zurückgefallen. Nein, das war nur Boxstopp, also doch nichts passiert, Bernd Köhler Platz 5. Ja, der ist zurückgefallen, hat 2 Plätze verloren, an Sandro und an Marco. Oh, jetzt sogar fast noch ein Platz verloren. Das Schub. Ja, aber guck dir mal seine Zeiten an.
Der war ja relativ früh anscheinend in der Box. Dementsprechend wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ja, ich meine, da ist jetzt nicht unbedingt so viel kannst. Da musst du dann schon mit einem riesigen Blechhammer in der Boxengasse ankommen, dass du das Auto dann wenigstens einigermaßen hinbiegen kannst. Ja. Jetzt geht er auch in die Box. So, ja. Ja, aber im Moment bleibt es zwischen Platz 1 und 2 noch relativ gleich. 3 und 4 sind auch dementsprechend 2 Sekunden auseinander. Also da ist jetzt nicht viel zu erwarten in den nächsten Runden. Derzeit hat es auch so ein bisschen, was heißt gelichtet, also direkte Positionskämpfe gibt es eigentlich fast gar nicht, weil es jetzt so ein bisschen mit Überrundungen und allem möglichen auseinandergezogen hat. Das heißt, da fährt halt, ja, zum Beispiel der platzierte Marco Meyer mit dem 25. Platzierten beieinander. Ja, absolut. Also das ist eigentlich fast gar nichts. Uiuiui, da ist irgendwo jetzt ein Abflug bis hin. Ja, ich konnte es leider nicht definieren, wer es ist. Also dafür war es dann doch ein kleines bisschen zu schnell. Und bei mir zeigt jetzt auch allerdings nichts an. Platz, ja, hier haben wir Platz 20. Ah! Uiuiuiui. Das sieht natürlich nicht gut aus. Beim Rausfahren aus der Boxengasse. Und wer hat denn das denn gemacht? Hat er zu früh Gas gegeben und dann weggedrückt? Ja. Weggelehnt. Ja. Zu früh aufs Gas und ja, direkt wieder gegen die Bande. Also ich meine, da hätte er jetzt auch wieder zurückfahren können, rückwärts, und das Ding bauen lassen. Richtig. Da sieht man auch deutlich den Schaden jetzt, vorne links. Damit haben wir Bernd Köhler nämlich derzeit auf Platz 20, hat jetzt durch diese Aktion 15 Plätze verloren. Das ist natürlich richtig viel. Ich meine, es ist auch fast jetzt nicht mehr aufzuholen. Man sieht ja, dass das Auto vorne kaputt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das aerodynamisch irgendwie einschränkt. Das sieht jetzt einigermaßen wieder gut aus, aber trotzdem, wenn du da aus der Boxengasse rauskommst und das gleich, uiuiui, also so stabil war, ist es dann doch nicht. Wenn du aus der Box rausfährst und dann gleich so ein Ding passiert, also es ist ja auch irgendwie schon, dass du ein bisschen Wut im Bauch hast danach. Ja, nein, darfst halt, wenn dir das natürlich passiert, dass du dann natürlich da in dem Moment selbst mal in Anführungsstrichen überreagierst, dann machst du eigentlich nur noch Fehler und fabrizierst noch viel, viel mehr Unfälle. Aber, ja, es ist halt schwierig dann in dem Moment, ja, seinen Zorn unter Kontrolle zu halten. Also, ich kenn's halt selber auch. Ist halt, ja, nicht so einfach, aber es geht. Ja, das stimmt, es ist halt alles Training, wie gesagt. Genau. Ja, auch langsam, wenn du das machst, dann steckst du das besser weg, als wenn du jetzt noch so ein Loop und bis der gerade sein drittes Rennen macht. Ja, ja klar, natürlich. Das ist klar, ja, natürlich. Also, wenn ich mich mal an meine ersten Rennen erinnere, Mensch, hör mir auf. Das glaube ich. Bin ich schon froh, dass ich relativ lange dabei bin. Jetzt schauen wir gerade mal so ein bisschen die Zeit nach. Also wirklich sowas Überraschendes gibt's nicht. Der Marius Bertha fährt jetzt derzeit so 23,6, Martin Stellinger 23,7. Also es ist jetzt nicht Welt und halt dahinter so auch so 23,9, 24,1. Das ist jetzt ja im Abreiß. So, mein Zeitenmonitor ist leider ausgefallen. Ich sehe natürlich nichts mehr hier. Leider nichts sehen. Aber ist aber nicht das sehen wir wenigstens was Schönes. Wir haben ja jetzt so ein bisschen ein Überrundungs- und normales Grüppchen. Also da kann natürlich auch mal so ein bisschen was passieren. Einer ein bisschen schläft. Da geht es alle Male. Ach, mein Zeitenmonitor geht wieder. Ich bin begeistert. Helle Techniker hier? Ja.
Absolut, also das kennen wir auch ganz anders, aber mein Kompliment natürlich, dass sie das schnell wieder hingekriegt haben. Ja, also überrundet sind jetzt eigentlich auch schon alle. Mindestens einmal bis Platz 4, Platz 3 ist kurz davor überrundet zu werden. Und bis Platz 10 sind alle schon mindestens zweimal überrundet. Also das ist schon ordentlich. Das stimmt allerdings. Wenn also jetzt die Safety Car Phase kommen sollte, fallen die ersten drei selbst mit Boxenstopp ja eigentlich nicht zurück, würde man so sagen. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn da jetzt wirklich, wenn jetzt wirklich das Safety Car kommen würde, dann wäre es für die ersten drei ein Vorteil, weil die können dann einfach ohne großartigen Zeitverlust dann noch einen Boxenstopp einlegen. So sieht es aus. Die verlieren dadurch eigentlich keine Zeit. Also klar, sie verlieren ihre Runde und so weiter, das ist ganz klar, die sie Vorsprung haben, aber sie kommen mit frischen Reifen auf den Plätzen wieder raus, wo sie jetzt sind. Und das ist natürlich... Oha. Also das war ja schon ein bisschen da. Oh. Aber wir machen jetzt endlich Platz. Das war sehr hart, ein hartes Manöver. Vor allen Dingen, ja, ich weiß, also hier weiß ich immer nicht so genau, was die Jungs damit bezwecken, wenn sie sich so dermaßen also reinhauen. Das ist natürlich schwierig. Ich meine, man kann darüber ein Urteil nicht, ich fahre da ja nun nicht mit, aber ich weiß nur nicht, wie sehr sich so ein Schaden auswirkt bei der Mod hier, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es fast keine Auswirkung hat, wenn du da mal eben so reinhämmerst. Das ist halt. Natürlich passiert das einfach mal, ne, aber. Schwierig. Auf jeden Fall hier ein schönes, muss das wirklich ein sehr, sehr schönes Griff. Gerade, dass das nicht um Positionen geht, sondern eher fast nur um Überrundungen. Ja. Das ist sehr schade eigentlich. Na, Ben Köhler schon wieder zurück auf Platz 14. Ist schon wieder vorfahren können von Platz 20. Ja, aber das ist halt das Problem, so weit vor wird das jetzt für ihn auch nicht mehr. Also ich meine, von die groß weiter vor wird das schon nicht, fast aber kommen, aber dann ist halt das Problem mit den ganzen Überrundungen, was ich nicht, dass da eine zwei Runden zurück ist und also ja, ist es halt. So, nicht mehr lang und dann hat der Sandro, ist der Sandro auch schon überrundet. Genau. Nicht mehr viel. Da sind nämlich nur noch die ersten zwei in einer Runde. Gefahren haben wir jetzt schon die Hälfte, haben wir jetzt geschafft. Genau, 120 von 240 Runden haben wir schon hinter uns. Genau, so sieht's aus. Ich bin wirklich mal gespannt, ob zum Beispiel der Noah da wirklich nur zwei Boxenstopps macht. Bin ich auch sehr gespannt. Aber was mir auffällt, der Martin hat jetzt nochmal über 5 Sekunden verloren auf den Marius. Er hat jetzt schon 10 Sekunden Rückstand. Sehr krass. Ja, das ist natürlich wirklich Wahnsinn. Da müssen wir mal fragen, was da bei Martin passiert ist, dass es da jetzt wirklich so sehr abreißen lassen muss. Das ist vor allen Dingen immer, wenn so ein bisschen in Richtung Boxenstopp geht, dann muss das so viel abreißen lassen. Ja. Fährt auch so von den Zeiten her. Also da verliert er richtig, richtig Zeit auf Marius. Also. Was heißt richtig, richtig? Sind im Endeffekt 2/10, aber 2/10 sind halt hier sehr, sehr, sehr viel. Eigentlich. Boah, 10 Sekunden ist schon krass. So, ja, jetzt ist es passiert. Der Sandro ist auch überrundet. Ja, genau, jetzt sind auch die ersten beiden. Innerhalb von einer Runde. Wobei, wenn das so weitergeht, ist der Martin auch bald überrundet. Ja, dann kannst du natürlich auf Platz 1 da ganz, ganz locker angelassen, wenn du einen Runden Vorsprung hast. Wobei das natürlich auch schon beachtlich ist, also wenn du auf Platz 1 so wegfahren kannst und dann Rennen dir einfahren kannst, ist natürlich in der NASCAR ist es natürlich schon sehr beeindruckend, dass man das dann so hinbekommt. Der Martin verliert jetzt fast eine halbe Sekunde pro Runde, also das ist schon heftig. Ja, wenn man so die Zeiten anschaut, Marius derzeit so 23,9 und Martin so 24,5, also wie du schon gesagt hast, du eine halbe Sekunde bis 6/10.
Oh, Runde wohl gemerkt. Boah, jetzt hast du diese ganze Sekunde. 18 hat er jetzt verloren in der letzten Runde. Heftig. Also das ist echt viel. Also immer dann, wenn die Reifen ein bisschen schlechter werden, verliert er richtig, richtig Zeit. Das ist auch schon fast 12 Sekunden Rückstand. Jetzt macht er auch in die Box. Ja. Hat er sich wahrscheinlich doch gemerkt, also bringt es nichts weiter. Muss jetzt nochmal in die Box fahren. Und ja, jetzt auch, denke ich mal, fast überrundet werden. Ja, der wird auf jeden Fall überrundet. Auf jeden Fall. Er fährt ja jetzt, ist er ja jetzt in der Box und naja, obwohl der Marius jetzt auch rein, so wie ich das sehe. Ja. Marius ist auch in der Box. Da hinten sehen wir ihn. Ah, der Sandro hat sich schon zurückholen können. Also es ist jetzt fast eine Runde, also ich meine eine Wagenlänge mehr und dann hätte er ihn überrundet immerhin. Ja. Da sieht man, dass das zum Beispiel der Martin, weil er nun nicht so weit vorne war, hat er richtig, richtig Plätze verloren. Der Marius wird jetzt Zweiter, jetzt Dritter und jetzt Vierter. Und kommt wahrscheinlich als Fünfter, na, Fünfter vielleicht nicht, aber Siebter oder Achter kommt er wieder raus. Sechster. Als Sechster. Na, immerhin, also als Sechster. Ne? Und Martin ist ja nun richtig zurückgefallen. Er ist auch auf Platz 7, allerdings hat er eine Runde Rückstand. Und das ist bei dem Marius eben nicht der Fall. Der hat 14, 15 Sekunden Rückstand auf den führenden Sandro. Das ist natürlich schon ein krasser Unterschied, ja. Frage, wann dann Sand noch reinkommt. Ja, aber stell dir mal vor, was passiert, wenn jetzt ein Safety Car kommt. Ja, das dann da los ist. Dann wird das alles wieder durcheinander gewürfelt, aber dann hat Martin richtig die A-Karte, weil eine Runde zurück, dann die Jungs vorne fahren dann rein, verlieren keine Zeit, dementsprechend sind sie vorhin wieder raus. Ja, dann hat er ein richtiges Problem, muss er sich wieder vorbeikämpfen. Das ist natürlich nicht sehr schön. Das ist halt wirklich so dieses Risiko und diese Spannung. Du weißt ja nicht, wir haben ja, wie gesagt, noch alle Fahrer bis auf einen haben wir jetzt noch dran. Das heißt, wir fahren hier noch mit 27 Autos. Natürlich. Ja, Matthias Koch hat jetzt aber an Marco Meier vorbeischieben können. Auf Platz 2. Naja, 1, 2 und 3 sind sowieso recht eng beieinander. Also 3 hat jetzt abreißen lassen, glaube ich, oder? Ja, 6, 7, 10. Oh, Sandro hat Lohren, jetzt ist Matthias vorbei. Matthias auf 1. Dann werden wir uns jetzt gleich nochmal anschauen, was genau passiert ist. Was fährt er in die Box? Der fährt nein, da ganz außen. Jetzt fährt er wieder normal, oder? Ja, jetzt fährt er wieder halbwegs normal. Okay, alles jetzt die Sache. Einfach noch ein kleines bisschen mitlernen, aber vielleicht noch irgendwie was jetzt sehen, aber. Jetzt kein Fehler. Martin hat sich schon, Martin hat sich schon wieder entrundet. Ja. Der fährt natürlich jetzt entsprechend, der muss natürlich jetzt auch Gas geben, also der weiß es. Er hat richtig, richtig viel Rückstand auf den ersten, das ist fast eine Runde und 11 Sekunden auf Marius, also ist die Hälfte ungefähr, eine halbe Runde Rückstand auf Marius und das ist verdammt viel auf dieser Strecke. Das weiß er, muss er jetzt richtig reinhauen. The road is closed, richtig Gas geben. Oh, jetzt Safety Car, habe ich da unten gesehen. Safety Car draußen. Ja, Safety Car draußen. Da hat der Martin aber nochmal Glück gehabt, ja. Da hat der Martin nochmal richtig Glück gehabt. Das stimmt natürlich, hat wirklich Glück gehabt. Auch gerade so entrundet. Ja, da hat er jetzt richtig Glück gehabt. Allerdings gar nicht warum. Leider nicht genau gesehen, warum der Safety Car ausgeschaltet. Was man jetzt sagen muss, die ersten 7. Innerhalb von einer Runde. Mhm. So. Jetzt wieder so ein bisschen einfach. Jetzt fahren aber auch hier 1, 2 fahren in die Box, glaube ich. 3 weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Matthias da noch rein. Doch, fährt auch. 4 fährt auch. Ja, auch mit rein, genau, müssten wir dann sozusagen nur auf Platz 1 haben. Ja, wenn der nicht in die fährt, ja, fährt er nicht. Dann ist nur auf Platz 1.
Genau, da haben wir ihn. Ich. Auch wenn er so zwischendrin jetzt einfach fährt, haben wir trotzdem Stantro jetzt auch in der Box. Wie du schon vorhin gesagt hast, Robert, Roberto in der Box. Na, vielleicht ja, haben die vor den Runden Glück, dass sie sich nochmal entrunden dürfen, aber das bezweifle ich. Marius mittlerweile wieder auf der 2 und schau sich einer an, Matthias Koch war in der Box und hat sich zwischen alle gesetzt. Martin Stöllinger, oh, der ist auch in der Box, hat sich nochmal frische Reifen geholt. Das sehe ich, oder? Ja, ja, der war in der Box. Natürlich auch nochmal recht Zeit verloren, hat sich, na gut, jetzt frische Reifen nochmal geholt, aber das hat ihm wahrscheinlich nicht viel gebracht. Ja, das ist jetzt schwierig vorauszusagen, ne, was da jetzt passiert. Genau, was sagen wir, wir haben sozusagen Ducky Dog Regel. Ja. Weiß also nicht genau, Marius, wer das da von denen betrifft. Marius Bert ist jetzt auf jeden Fall auf der 1 jetzt wieder. Noah verliert natürlich, es kam Matthias Koch jetzt auf der 2, Sandro auf 3. Martin hat eindeutig verloren. Hat richtig viel Zeit verloren. Auf Platz 6 noch. Ist natürlich jetzt auch dran, ist klar, aber er hat halt richtig Plätze verloren. Von Platz 2 auf Platz 6 ist natürlich schon ein krasser Unterschied, zumal zwischen 1 und 2 auch noch der Markus Novke, dazwischen ist. Wenn er Glück hat, kriegt er dann nochmal den Lucky Dog und da vorbei. Haben wir auf jeden Fall so ein bisschen Wirrwarr hier. Okay, hier kommt der Live Card. Es wird ein bisschen Chaos up front hier, so just ja, einer, ne, oder? Alright, buddy, give your feet also on the fucking ja, genau. Das ist die ja, nur die 17 ist dazwischen, also Markus. Der ist da noch zwischen. Jetzt formieren sich die. Ich vermute mal, es wird dann auch jetzt diese Runde losgehen. Das ist immer ein bisschen doof, man sieht es beim Safety Car nicht unbedingt mit. Ja. Man sieht dann bloß, wenn das 5 Meter vor der Boxengasse plötzlich ganz scharf nach links abbiegt. Ja. Aber so wie es sich da formieren, jetzt in zwei Reihen, vermute ich mal, es wird dann wirklich jetzt bald losgehen. Wie sieht's aus? Da haben wir nach über der Hälfte des Rennens, wo sind wir bei der 137. Runde, also haben wir 135. Runde, hatten wir das erste Mal das Safety Car draußen, also das ist wirklich sehr gut. Ja. Bin ich mal gespannt, was jetzt noch so passieren wird. Guck mal, ist Safety Car müsste jetzt wirklich reinkommen, es wird jetzt wahrscheinlich schon in der letzten Sekunde abgebogen. Ist es schon abgebogen? Das sehen wir jetzt bloß leider nicht. Ist leider nicht, nee. Aber jetzt beschleunige sie. Ja, ja, es ist ja genau, jetzt geht's wieder los. Also Marius konnte vorne bleiben, Matthias Koch ist immer noch Zweiter. Also ich bin gespannt, wie sich das jetzt verhält. Weil, bin mal gespannt, ob der Matthias mit dem Marius mithalten kann. Wenn er das kann, das ist schon mal nicht schlecht, weil der Martin ja zum Beispiel jetzt, der vorher auf Platz 2 lag, jetzt auf Platz 6. Ja, hat natürlich jetzt richtig Rückstand, ja. Also das ist, der muss sich erstmal vorbeikämpfen und muss halt gucken, dass nicht zu große Lücken entstehen, weil sonst hat er nämlich keine Möglichkeit mehr, sich vorne noch ranzufahren. Genau, das ist halt, wie gesagt, jetzt das Gute, dass wirklich die ersten Ach, da noch in einer Runde sich jetzt dadurch wieder befunden haben. Ja. Ja, die ersten 7, genau. Genau, die haben wir jetzt sogar alle im Bild. Ja, nur der Noah ist da halt relativ weit weg von der Musik, also von den ersten 6. Ja, der konnte da jetzt nicht wirklich gleich mithalten. Nee. Es ist natürlich die Frage, wie du das jetzt hier am cleversten machst, ob du da vielleicht wartest, oder ob du schon wieder voll auf Angriff gehst. Ja, es ist schwierig. Schwierig bei so einer großen Gruppe da wirklich ja die gute Entscheidung zu treffen. Vielleicht einfach sich ranfahren, ich sag mal so einen Platz gewinnen, dass man nicht viel Zeit nach vorne verliert. Das ist halt
schwierig, weil du darfst natürlich den Anschluss dementsprechend nicht verlieren in so einem Zweikampf. Weil wenn du den verlierst, hast du eigentlich fast schon keine Chance mehr, noch weiter nach vorne zu kommen, weil du einfach außerhalb des Windschattens bist und dadurch verlierst du Zeit. Genau, was wirklich nicht so profan ausfällt, dass sich der Marius da vorne schon wieder absetzt. Wenn du wirklich mal in die Kurve schaust, da ist da vorne schon wieder eine Wagenlänge weggefahren. Ja, jetzt genau. Nicht mehr, aber vorhin hat man es wirklich in dieser Kurve gesehen, dass er schon wieder eine Wagenlänge entfernt war. Schon wie 2/13, ja. Na, jetzt ist es wieder ein bisschen kleiner geworden, hat wahrscheinlich irgendwo ein bisschen einen Fehler drin gehabt. Ja, jetzt sind sie alle so ziemlich im selben Abstand, also ist immer so 1/2 im Höchstfall. Auf jeden Fall setzen sie sich vom Rest des Feldes ab, jetzt schon 2,5 Sekunden. Ja. Na klar, geben die sechs sich natürlich gegenseitig Windschatten. Das ist natürlich nicht schlecht, aber ist natürlich blöd für die Hinterherfahrenden, weil die dann auch keine Chance mehr haben, wirklich da ranzukommen. Weil wenn die sechs da sich jetzt gegenseitig den ganzen Windschatten geben, haben die keine Möglichkeit. Genau, wenn du da am Anfang so ein bisschen den Start verpasst, dann hast du wirklich ein Problem. Ja, absolut. Aber es ist derzeit jetzt noch nicht vorm so, dass einer von den sechs jetzt irgendwie eine Attacke großartig startet. Also die bleiben noch ein bisschen brav hinter sich, warten vielleicht ab, ob der Vordermann irgendwie einen kleinen Fehler macht, damit ich davon profitieren kann. Ja. Ja, machen sie schon, also meiner Meinung nach zumindest clever, weil, wie ich vorhin schon sagte, also ein unüberlegtes Manöver und du hast den Anschluss verpasst nach vorne. Das ist halt immer das Problem. Eines Grübchen. Da geht es noch ein bisschen heftiger zur Sache, dann wird das jetzt schon richtig geleitet. Absolut. Schauen wir uns jetzt mal, wie das davon, auch wenn es da jetzt ziemlich zur Sache ging, da wurden nämlich gleich mal drei Plätze verloren. Was heißt drei Plätze? Das sind ja alles Überrundungen, das sind ja jetzt nicht wirklich so. Boah. Das ist so sehr eng, ja. Das haben die ersten drei schon mal ein bisschen absetzen können. Also so ganz, ganz bisschen. Jetzt nicht wirklich absetzen, aber. Ja, man sieht es aber, dass eine Lücke drin ist. Ja, es ist keine große, aber ich sag mal, der erste zum zweiten circa 3/10, zweite zum dritten circa 3/10, dritte bis zum vierten jetzt auch 3/10 und danach sind es dann ja auch so 3, dann wieder 2, 1. Das ist halt alles doch noch recht eng beieinander, aber so 5 und 6 lassen sich schon ein bisschen so zurückfallen. Also das, ja, das sieht man jetzt schon. Hat man es vor allen Dingen gut gesehen, da bei dieser Kamera, die wir davon ganz oben gesehen haben. Auch schon, jetzt nicht die Riesenlücke, aber halt doch schon ein kleines bisschen was entstehen. Das Problem ist halt, jetzt kommst du noch gut mit, aber dann irgendwann kommt dieser Punkt X, wo du einfach keinen Windschatten mehr hast und dann reißt es ab. Ja, da hast du einfach keine Möglichkeit mehr. Da kannst du tun und lassen, was du willst. Da musst du wirklich schon über Rundenzeiten fahren, um da wieder ranzukommen. Und das ist eigentlich bei einem Oval, ja, schwierig, über Rundenzeiten zu fahren. Weil die Weiß ja nur so kurz ist. Richtig. Wenn du jetzt einen Oval von einer Minute länger hättest angenommen, wäre das wahrscheinlich nicht möglich, aber da man jetzt hier wirklich bloß, jetzt sind wir ungefähr bei 23.1 bis 23.5 die Zeiten, hast du da nicht wirklich irgendwie Möglichkeiten, ganz genau, ich aufzuholen von den Rundenzeiten. So, 2, 3 und 4 sind eng beieinander. Marius setzt sich ab auf der 1. Jetzt 3 und 4 fallen halt ganz weit zurück, auch zu 5 und 6. Jetzt nur noch 1 und 2. Jetzt konnte Matthias sich wieder ein bisschen ranfahren. Und jetzt haben sie natürlich schon 5/10 Vorsprung. Ja, das geht 3. Ja, das sieht man jetzt auch in den Vorsprung schon da. Ja, wenn sie jetzt clever sind, geben sie das Windschatten und fahren noch weiter weg, so haben sie dann die Möglichkeit, sich wirklich abzusetzen und erstmal keine Gefährdung von hinten zu erwarten. Aber ich denke mal, es ist schwierig, vor allen Dingen sich dann direkt abzusetzen. Da müssen dann wirklich alle mitspielen. Aber jetzt sieht man schon deutlich, dass sie wieder
wir dran sind, so gut wie. Ich bin mal gespannt, was sich noch Martin Stellinger einfallen lässt, aber da im sechsten Platz wird er wahrscheinlich nicht wirklich drin sein. Nee, aber das hat, er hat jetzt nicht wirklich so die Möglichkeit oder besser bis jetzt auch Ambitionen gezeigt, da irgendwie mal vorbeizukommen. Das wundert mich allerdings auch sehr, dass er da so locker hinterher fährt, oder was heißt locker, aber dass er da überhaupt gar keinen Angriff startet. Vielleicht oder jetzt könnte er erstmal. So, jetzt hat sich der Marius aber deutlich abgesetzt, oder? Ja, nee, davon ist es jetzt schwer. Okay. Auf jeden Fall Platz 1 und Platz 2 setzt sich ab. Marius und Matthias. Richtig. Eine halbe Sekunde. Und oben, dann sieht man, dass das schon eine halbe Sekunde ist. Wirklich schon echt. Aber ist immer. Na, eine halbe Sekunde würde ich das vielleicht jetzt, oder? Naja. 3-4 Zehntel vielleicht. Auf dem Zeitmonitor viel, viel mehr aus. Aber gut. Aber der Windschatten ist trotzdem schon relativ gering bei den Autos, dementsprechend bei der Entfernung. Aber der Martin, das wundert mich wirklich sehr, dass der es überhaupt nicht versucht, überhaupt da. Wenn das sich so aussieht, würde sich das noch schön in Ruhe angucken. Ich weiß jetzt nicht, wie es sehr am Maximum ist. Vielleicht ist er auch komplett schon am Maximum. Es geht einfach nicht schneller, aber ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen anscheinend, dass er da ein bisschen lockerlässig nachherfährt. Und ja, schaut halt mal, was passiert. Sind ja jetzt 160 Runden, also wir haben jetzt da 80 Runden. Ja. Anfang auch recht spitz. Zu 23-2, 23-3er Zeiten, also das ist, was der Zeit gefahren wird. Ja, weit weg von den von der Schnellzone sind wir da nicht. Ein nur 2 Zehntel zum Teil. Ja. Das ist nicht viel, aber ja, Martin, da musst du dir vielleicht noch ein bisschen was einfallen lassen. Ich weiß nicht, also ich kann mir schlecht vorstellen, dass er damit wirklich sehr zufrieden ist. Also ich kenne den Martin so ein bisschen. Also nicht viel, aber ich habe schon ein paar Bekanntschaften auf der Rennstrecke mit ihm gemacht und eigentlich ist er sehr ehrgeizig, was das angeht. Ein paar Mal gegen ihn gefahren, also so ein bisschen, glaube ich, also ärgern tut das schon, dass er so weit zurückgefallen ist, denke ich mal. Jetzt hat er richtig Zeit verloren. Jetzt hat er auch wahrscheinlich den Windschatten verloren. Hier, was macht er jetzt? Der ist voll langsam. Uiuiui, was war das? Das ist da jetzt irgendwie. Ach, Safety Car! Ja, Safety Car! Jawohl! Ja, Safety Car! Ist bei mir noch nicht angezeigt, jetzt aber da, davon sehen wir es. Bei mir immer noch nicht angezeigt, doch jetzt allerdings! Jetzt ist bei mir angezeigt, was jetzt allerdings passiert, das ist einmal wieder so ein. Was, das muss irgendwo im Hinterfeld, ich schau gerade mal so durch die Reihen, aber ich sehe jetzt nicht so wirklich einen. The road will be open this time. Da hat einer einen Lucky Dog erwischt. Kommen sie natürlich rein. Der Slam, der muss da irgendwo, muss der. Der hat zumindest jetzt noch einen. Sachen da vier. Und aber. Da müsste jetzt schon der Safety Car draußen gewesen sein. Ja. Doch da! Da, da ist es doch. Oh, da ist aber sehr heftig da. Oder? Eingefahren, also. Bisschen Rempner von der Seite gegeben haben und dann knallt sie da halt. Ja, aber da war das Safety doch schon draußen, oder? Nein. Ja, doch. Da unten sehen wir gerade das Safety Car schon am draußen. Da war er schon am draußen. Das ist während der Safety Car Phase passiert, der Crash. Ich glaube, das ist. Mal an. Da geht er rein, jetzt da ist und jetzt
den kompletten Rummel und dann knallt sich wann. Jetzt muss man wirklich, wenn man da genau hinschaut, ja, da kam mir sogar noch einer entgegen. Da hat ihn sogar noch einer mitgenommen, so da hinten. Man sieht es jetzt ganz, ganz schlecht, jetzt sieht man es. Und jetzt guckt man aber, wenn man unten schaut, das Safety Car, das ist schon auf dem Weg, da. Das okay, ist schon auf dem Weg zum Hausform. Alright buddy, give your seatbelt a tug for me, alright? It's a meeting then, bad boys. Let's go rock and roll, 10-4. Jeden Fall. Ja, eigentlich so gut wie alle drin. Na doch nicht, Roberto war nicht drin, Marius, Sandro war nicht drin und Matthias Koch bis jetzt. Doch, waren alle drin. Waren alle drin. Alle drin? Ja, waren alle drin. Weitergehen. Waren alle drin, oh. Ja. Genau, ja, das Problem, ihr seht es jetzt nicht auf unserem Monitor, sondern erst wenn dann, die, wie gesagt, diese Safety Car dann um fast 90 Grad mit einmal abbiegt. Aber wenn man sich so rumjetzt, sieht das wirklich erstmal gut aus, dass es jetzt dann die Runde weitergehen könnte. Ja, formieren tun sie sich ja zumindest schon mal. Safety Car, jetzt haltet gleich die Kamera dann um. Der Safety Car ist drin, also es geht dann jetzt wieder los. Ja. Roberto hat profitiert von dem Ganzen. Ja. Ist jetzt auf 1 von Marius. Schauen wir mal, wie lang. Marius ist da recht zügig die erste Position. Ja, oh, und da sage ich schon, recht zügig wiederholen würden. Da hat er sie sich schon wieder geholt. Matthias hat dadurch natürlich verloren. Immer auf Platz 2 gewesen, jetzt ist er nur noch auf 4. Jetzt noch auf 5 sogar. Oh, jetzt sogar nur noch auf 5, genau. Der Martin hat sich jetzt Platz 4 zurückgeholt. Ja, der hat jetzt natürlich so ein kleines bisschen profitiert, hat sozusagen 2 Plätze jetzt damit gut gemacht. Ganz genau. Eins und zwei könnte ich jetzt schon mal ein bisschen absetzen. Also Marius und Roberto. Ja, das sieht man da auch schon so ein kleines bisschen, dass es da wie vorhin schon diese Lücke gibt. Ja. Schauen wir mal, ob man denn jetzt das alles unbeschadet überstehen. Ob wir das Safety da heute nochmal vorn dran sehen. Na, ich hoffe doch nicht. Ja, die sollen das so schön sein. Jetzt sieht man ja auch, dass er Windschatten nicht mehr hat und jetzt kommt da Druck von hinten. Und wieder Gelbphase. Ui, das ist mir, glaube ich. Ja, jetzt müsste wieder das FDK rauskommen. Ja, FDK ist wieder draußen. Auf Platz 10 liegt der Roberto Lai, war es der Auslöser diesmal. Ja, da! Muss ich da gleich nochmal an. Also Roberto war der Auslöser. Da haben wir so ein Bild. Platz 24 hält man ganz auf der Geraden an. Warum hält er jetzt einfach vor Ziellinie an? Ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt hier ein Fehler, den wir da sehen. Gute Mal, da hat jetzt irgendwas geleckt. Ist er da weg? DNF, das war's. Ist raus. Genau. Genau, also war doch irgendwie sozusagen ein Fehler von seinem Internet. Ja. Er hat euch einen Unfall gebaut und... So, Lucky Dog. Der Friedrich. Jetzt fährt er aber doch wieder, das ist also Live-Bilder. Er fährt Udo Wagner, fährt wieder, ja? Und, ne, nein, Udo Wagner hat DNF und Jesse Jesur hat auch DNF. Ja, allerdings auch schon vor über 20 Runden. Ja, das ist auch so ein bisschen was, was wir jetzt übersehen haben. Platz 8, Chris Schub ist in der Box. Hast du sozusagen das Safety Car wieder gesehen? Du sagst extra noch nein, hoffentlich nicht. Und dann setzt sich das wieder da vor uns hin. Ja, just in this time, wo ich sagte, kam es. Ja, ist für Martin natürlich immer gut. Das ist ja, aber auch für alle anderen natürlich ganz klar. Kommen natürlich jetzt alle wieder richtig schön ran und bleiben natürlich auch dran. Allerdings haben wir auch nur noch 69 Runden Zeit.
Also ich muss sagen, zieht das schon ein bisschen in Vorteil jetzt dafür für unsere Wenigstopper. Zum Beispiel der Noah, weil es sind jetzt wieder so ein bisschen geschenkte Runden, wo der die Reifen schonen kann. Ja, absolut. Aber der war auch mittlerweile schon dreimal in der Box. Also so wirklich wenig Chris. Der einzige, der vorne schon richtig viele Stops hat, ist der Chris und der Martin. Martin hat 4 Stops und der Chris Schub hat 5. Genau, aber trotzdem noch vorne dabei. Ja. Also sie formieren sich noch nicht. Der zeigt noch nicht so danach aus. Kommt noch, glaube ich. Dauert nicht mehr lange. Jetzt müssen sie sich formieren. Jetzt formieren sie sich, oder? Nee, Lucky Dog. Lucky Dog für Andreas Starke. Oder? Nee, doch nicht. Das war jetzt ein Fehler vom Zeitmonitor, Entschuldigung. Oh ne, formieren sie sich noch nicht. Richtig tun sie dir noch nicht gefallen, sich da zu formieren. Schade eigentlich. Ja, es könnte jetzt auch für ein bisschen und so weiter. Nein, jetzt kommt die Formierung. Ja, und Lucky Dog. Dann diese Runde los. Lucky Dog für Andreas Starke und Chris Dams. Jetzt, wie ich das hier sehe. Beim Seitentableau, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Bei mir zeigt es da in der Zeit gar nichts an. Deinen schwarzen Bildschirm sozusagen. Okay. Ne, doch kein Lucky Dog. Im Moment, jetzt wird alles formiert, jetzt geht's gleich wieder los. Ja, wollen wir wirklich hoffen, dass wir die letzten 60 Runden dann nicht nochmal wiedersehen. Sondern dass es Helfing hat eigentlich in den Feierabend geht. Hoffe sehr. Superflow! Superflow-Fahrzeug, das ist cool. Das erinnert mich an den Film, wie heißt das denn? Der kam jetzt plötzlich zum Fernsehen. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Sind wir jetzt wieder voll im Rennen drin? Jawohl. Ich hab schon wieder gelb. Ja, das ist auf Platz 17. Der Matthias Lamm. Diesmal ausgelöst. Ich muss das Ganze auch bei ihm machen, was da jetzt passiert ist. Also kaum jetzt so ein kleines bisschen hier gebrochen. Muss das Ganze jetzt mal wirklich von... Uiuiuiui, das sieht ganz schön heftig aus. Ganz schön heftig. Ja, aber... was ist denn passiert? Dort vor ihn. Vorhin hat da ein bisschen wahrscheinlich jetzt früh aufs Gas, der Killerfisch. Früh aufs Gas, nimmt ihn voll mit und ja. Gut, da gibt es jetzt nicht mehr so viel zu retten irgendwie. The road will be open this time. Auf jeden Fall haben wir wieder Safety Car, also gerade mal 10 Meter gefahren und dann geht's schon wieder in die nächste Safety-Car-Phase. Leider. Sehe ich das richtig? Hat der Matthias Lamm sich jetzt einfach mal vorgefahren auf Platz 11 von 17? Ja, vielleicht in diesem... Ne, das ist auf jeden Fall in die Box. Matthias Lamm fährt jetzt sowieso in die Box rein. Ach so. Also da lässt sich wahrscheinlich auch in diesem Auto jetzt nicht mehr unbedingt viel... Platz 18 hat es auch nochmal erwischt. Andreas Starke. Ja, da ist jetzt aber dran. Ja, aber das Auto sieht auch schon sehr demoliert aus vorne. Jetzt weiß ich, wie der Film hieß. Tage des Donners. Da erinnert mich der Superflow-Wagen dran. Den gibt es da nämlich auch im Film.
Vielleicht haben sie den sogar danach gepaintet. Kann ja sein. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob wir das jetzt mal ein bisschen länger schaffen. Auf jeden Fall, was wir nicht überschreiten werden, sind die 2 Stunden. Na gut, davon sind wir jetzt allerdings noch 40 Minuten weg. Ja, das sind jetzt 1 Stunde und 22 Minuten gefahren. Es sind nur noch 50 Stunden mittlerweile, wie schon gesagt. Das sollte man eigentlich schaffen vor den 2 Stunden. Wenn es jetzt wirklich hintereinander weggeht, dann... 20 Minuten sind wir dann am durch. Jetzt geht das mal wieder los. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man das jetzt am Start... Ja, es waren jetzt ein bisschen doofe Fehler. Vor allem der eine jetzt, dass da der Vordermann plötzlich zu stark aufs Gas tritt und du dann vor die Flinte schießt. Da kannst du nicht unbedingt was machen. Da hast du auch keine Chance mehr, irgendwie zu reagieren. So sieht es leider aus, ja. Du hast da gar keine Möglichkeit, keine große zumindest, da irgendwie was zu retten. Das ist halt... Fast nicht machbar. Informieren Sie sich wieder, jetzt müsste Safety Car gleich reingehen. Genau. Dann geht's wieder los. Also jetzt haben wir die ganze Zeit keine Safety Car Phase gehabt, jetzt kommt alles mal. Ja, wollen wir doch mal hoffen. Green Flag, Green Flag! Das ist jetzt mal wieder 50. Wenn wir dann ein bisschen nach Rent drin haben, ich vergesse mal, die roten Zeiten sind ja jetzt alles andere, die sind jetzt wirklich über eine Minute. Ja. So, jetzt los, sind wir wieder los drin. Geht's. Auf jeden Fall jetzt gut aus da hinten. Ja, Marius konnte sich direkt mal absetzen. Aber richtig. Ja, direkt nach. Nein, das ist ja, 15. Vorsprung. Oh, Platz 12, 13, 14 hat auch gerade wieder einen Crash gehabt, aber... Konntest du wohl noch abfangen? Glück gehabt, keine Geldphase. So, Martin, so langsam wird's Zeit, wenn du vorne wieder noch ein Wörtchen mitreden möchtest. Das stimmt allerdings. Langsam ist zwar jetzt schon Platz 4, hat es dann wieder irgendwie ein bisschen einen Platz gut gemacht. Aber da hat jetzt schon, naja, nur. Eigentlich sehen wir das auch so. Ja, aber wie gesagt, er muss jetzt mal langsam so ein bisschen was zeigen. Er kann jetzt eigentlich einfach nur hinterherfahren und schauen, was da passiert. Ne, das geht gar nicht, das wird er nicht. Er hat ja keine Chance mehr. Von Platz 1 setzt sich schon da, aber es ist jetzt wirklich richtig. Das von Kurve zu Kurve ist es fast 1 Meter mehr, was sich da der Marius Bord von absetzt. Und die ersten 2 da ziemlich weit außen. Ich kann jetzt noch nicht wirklich davon profitieren. Jetzt vielleicht. Uiuiuiuiuiui. Das ist wirklich richtig spannend, jetzt die Sache so von hinten anzugucken. Setzt er sich da in den Reihen. Er ist überrundet da, ne? Ja. Immer noch Platz 4. Ja, das muss ich abweisen. Das ist schon 3/10 Rückstand auf Sand. Gut, das ist aber wahrscheinlich durch dieses Rollmanöver ein bisschen passiert. Ja, leider ja. Und man sieht, es ist jetzt schon gar nicht mehr so viel, wenn man es von hier beobachtet. Doch, weil dazwischen noch ein Überrundeter ist. Nein, das müsste eigentlich so verstimmen. Der Platz 4, 3 Autos davor, von daher. Wir sind jetzt auf Matthias Koch drauf. Genau, Platz 5 sind wir derzeit. Vorher haben wir ja Martin Stöllinger, dann Sandro. Das ist ein kleiner Abstand. Ach, stimmt, ja. Sandro und dann. Ja, nee, ist richtig, hast recht. Ist er dran. Sandro, dann Alberto. Roberto, Entschuldigung. Und dann... Marius, ja, der hatte eine halbe Sekunde. Marius, ja. Ja.
Na, generell 1 und 2 haben doch schon ordentlich Forschung rausgefahren. Das sehen wir es jetzt auch. Ja. Beim Martin Stellinger noch. Das wird jetzt auch schwierig, das wieder so zuzufahren, wenn du alleine fährst. Das ist halt fast nicht machbar, sei denn die zwei machen da vorne einen kleinen Fehler. Aber du musst ja, Martin, wenn der davon mitreden will, der muss jetzt vorbei, der muss das alleine versuchen, weil man sieht, Sandro, der muss definitiv abreißen lassen, der schafft das nicht mehr hinterher. Also muss jetzt Martin, wenn er davon noch irgendwie ist es ein bisschen was mitreden will, jetzt mal schnell vorbei. Ja, absolut. Ansonsten ist es nämlich, wenn er es in den ersten nächsten 2 bis 3 Runden nicht schafft, dann ist der Zug weg. Dann ist die Lücke so groß, dass er überhaupt keine Chance mehr hat, mal ranzukommen. Richtig, jetzt haben wir schon fast... Ja, jetzt haben wir schon eine gute Sekunde zwischen Platz 2 und 3. Und das ist natürlich schon fast nicht mehr machbar. Also das ist ja schon... Also zumindest nicht, wenn du alleine fährst. Also das ist dann schon richtig, richtig schwer. Also da nochmal ranzufahren, da muss er wirklich verdammt schnell sein. Also da muss jetzt der Martin langsam vorbei. Außer die beiden machen den Fehler, dann ist es natürlich schon ein bisschen leichter machbar. Aber jetzt so ist es schon richtig, weil jetzt muss er es aber wirklich mal schaffen. Sandro macht es natürlich auch clever. Ja. Und der hat jetzt nicht wirklich was zu verlieren, der bleibt einfach weiter auf seiner Linie. Ganz genau. Also man sieht, dass der Martin die Kurve schneller ist. Anscheinend ist aber der Sandro auf den Geraden einfach ein bisschen schneller. Ein paar km Topspeed mehr. Und dadurch kommt er natürlich nicht vorbei, der Martin. Also sieht es zumindest aus. Ob es jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Die haben jetzt schon richtig, richtig Rückstand da. So, jetzt muss er sich daneben setzen. Da zieht er wieder rein. Ja, jetzt hat er dann doch wahrscheinlich, wie es aussah, ein bisschen zurückgesteckt. Also das war jetzt wirklich die Chance, da mal vorbeizukommen. Ganz genau. Sehen wir mal, die Lücke da, die beiden schon mal sind, ist ja schon Wahnsinn. Jetzt macht er einen Fehler da vorne. Der Roberto. Ja, aber es ist, der Fehler war nicht so groß, dass jetzt irgendwie Sandro oder Martin davon profitieren könnten. Das ist richtig. Also man sieht hier wirklich, dass Martin in den Kurven schneller ist, auch beim Rausbeschleunigen. Ja, aber dann so mit Topspeed ist dann so ein bisschen die Luft raus. Richtig, richtig. Ja, ist natürlich extrem ärgerlich, Martin. Also ich würde mir da, glaube ich, ins Lenkrad beißen, wenn ich da... Das wäre, glaube ich, so ärgerlich. Ich meine, ich kann mich da gut reinversetzen. Ich bin ja selbst aktiver Fahrer und da nervt mich sowas jetzt. Ah, schade. Ja, sowas nervt mich natürlich dann dementsprechend auch, wenn ich weiß, ich bin schneller, ich komme aber nicht vorbei. Halt immer die Frage, was du machst. Ich meine, wir sind gleich in der 200. Runde, das heißt, sind noch 40 Runden vor uns. Ja. Nicht mehr viel. Da ist er gegen die Wand geknallt. Das wird aber nicht reichen. Ja, doch, jetzt. Sich daneben zu setzen, auf jeden Fall. Jetzt mal schauen. Jetzt ist die Frage, kann er das halten? Ja, kann er. Ja. Sehr gut, jetzt ist er vorbei. Das ist ein kleiner Rempler. Jetzt gleich nochmal. Damit Sandro jetzt 2 Plätze verloren, auch noch hinter Matthias Koch. Natürlich der Fehler, du machst in den kleinen Fehler, da war es nicht wirklich groß, dein Auto ein bisschen quer gestanden und dann ein bisschen an die Wand rein und dann plötzlich verlierst du 2 Plätze. Ja, da sieht man aber schon, wie Martin sich direkt absetzen kann, hat schon fast eine halbe Sekunde Vorsprung wieder. Ja. Auf den Matthias Koch, also da sieht man, wie viel schneller er gewesen ist. Ja, aber das Problem ist, man kann sie halt nicht umsetzen im Windschatten. Ja, richtig, richtig, das ist das Problem. Jetzt ist die Frage, wie schnell kommt er dichter an die ersten 2? Er hat jetzt 2 Sekunden Rückstand. Insgesamt auf den ersten, 1,4 Sekunden Rückstand auf den zweiten. Also auf Roberto. Genau. Schauen wir einfach mal die nächsten Rundenzeiten, so an die er da so hinbrennt. Ja. Er muss natürlich jetzt richtig, also er muss jetzt alles reinhängen. 40 Runden oder ein bisschen
ja, 41 Runden. Das ist natürlich nichts mehr. Also das ist ja wirklich nicht mehr viel. 41 Runden sind vielleicht nicht mal ganz mehr. Ja. Nicht mehr ganz 20. Ja, ungefähr. Nicht mal ganz 20 Minuten, genau. Also viel Zeit bleibt ihnen wirklich nicht mehr. Muss er sich wirklich reinhängen in die Geschichte. Auf jeden Fall die neuen Rundenzeiten hat nämlich Marius Bert 23,35, Roberto 23,408 und Martin 23,275. Also hat sozusagen 1-2 Zehntel aufgeholt. Ist im Moment auch absolut der schnellste Fahrer im Feld, also von den Rundenzeiten her. Der absolut schnellste Fahrer aktuell. Ja, da sieht man auch schon die Lücke, wie groß die nach hinten schon ist. Ich schaue jetzt gerade mal, ja. Meine Zeit, das sind schon 1,2 Sekunden. Ja. Aber er holt nicht dolle auf, also ja, es sind immer noch mehr als eine Sekunde. Und da muss er natürlich jetzt pro Runde, ein Zehntel wird nicht reichen. Es muss ein bisschen mehr sein. Jetzt mal schauen, ich meine, man merkt ja jetzt auch irgendwie, da vorne, der Roberto nimmt immer die Außenlinie. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eigentlich sein Fahrstil ist oder hat er dann schon irgendwie ein paar Probleme, dass er jetzt die Kurve immer so ein bisschen weit außen nehmen muss. Der verliert auch jetzt richtig Zeit, hat er schon über eine halbe Sekunde Rückstand. Der Roberto. Mal, wie das von vorne so aussieht. Ja, das sieht man, es muss ja immer die Linie ganz, ganz weit außen. Ja. Es gibt auch Leute, die fahren so, das ist direkt Fahrstil. Ich weiß nicht, wie das bei ihm so ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich Fahrstil ist. Also das denke ich mal, wird aufgrund der Reifen zurückzuführen sein. Also gehe ich mal von aus, weil guck mal, jetzt hat er wieder 2 Zehntel auf Martin verloren. Also Martin kommt jetzt immer dichter dran. Nein, es ist auch sowieso ingeblieben erstmal bei dieser Kurve. Kommt halt noch Überrundungen, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Uiui, jetzt ist aber schon ganz, ganz nah dran. Jetzt ist halt genau das. Ja, 4 Zehntel. Ja, also es ist ja wirklich schon, kann ich schon fast wieder die Schrift da hinten lesen. Ja, Martin richtig, richtig Zeit gut gemacht. Allerdings hat er noch 1,5 Sekunden auf Platz 1. Also, der Marius lässt da wirklich gar nichts anbrennen. Ja, die fahren auch ungefähr fast gleich. Das ist mal bloß ein Zehntel, der da aufholt. Richtig. Wirklich die Welt. Ja, das wird auch am Ende nicht reichen, also wenn das so weitergeht. Muss ich der Martin erstmal wieder einfallen lassen, wie er da an dem Vordermann zurückkommt. Ich meine, so wie beim Sandro wird es dieses Mal wahrscheinlich nicht klappen. Nee, das stimmt. Ja, Roberto konnte sich jetzt wieder ein bisschen absetzen durch die Überrundung. Das hat jetzt richtig Zeit gekostet, eine halbe Sekunde. Das ist natürlich ärgerlich, dass dann so viel Zeit dabei verliert, aber gut, das ist halt oval, ne? Kannst du nicht viel machen. Ist das halt leider? Ja. Auf Platz 1, wie weit er sich da schon absetzen konnte, das ist wirklich Wahnsinn. Über eine Sekunde, ja. Fast 2 Sekunden auf Martin Störlinger. Heftig. Ich glaube auch nicht, dass Martin da noch ein großes Wort mitreden kann da. Ja, und ein Sieg jetzt nicht wirklich, wenn ich noch irgendwie einen Fehler passiert, auch vielleicht um Platz 2 müssen wir halt jetzt mal schauen, wie die ganzen Überrundungen noch laufen oder was die da noch mit den Reifen haben.
weiß es ja natürlich nicht, wie das ist, ob jemand in den letzten 30 Runden sind es ja jetzt nur noch mal rein muss. Das ist natürlich die andere Frage, ja. Aber ich glaube es nicht. Obwohl, naja, möglich ist ja alles, ne? Es kann ja sein, dass wir ja, nochmal reinfahren. Vielleicht doch ein bisschen verspekuliert. Ja, es kann natürlich auch nochmal sein, dass nochmal eine Safety-Car-Phase kommt. Das stimmt natürlich. Wir wollen es nicht beschreien, aber möglich ist natürlich alles und somit hat dann haben sie natürlich alle wieder Chancen da vorne. Genau. Ist halt immer ärgerlich für den ersten, wenn du dich schon so weit absetzt und dann kommt wieder eine Safety-Car-Phase und immer wieder. Irgendwann bist du dann echt frustriert, was immer wieder passiert und du dich immer wieder schön absetzt und eigentlich keine Gefährdung mehr hast nach hinten, weil die einfach zu weit weg sind. Dann ist wieder eine Safety-Phase, das ist halt wirklich schon mal dieses Problem. Ja, brauchst du echt. Also ich ziehe echt meinen Hut vor den Jungs, dass die so eine Nervenstärke haben da vorne. Das ist bestimmt nervenaufreibend, das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich meine, deine Fehler von mir an sich gibt, wo ich dann so viel zu... Oh, da hat es geknallt, ich glaube. Da stand einer im Ausland. Ja, noch haben wir aber nichts. Auf jeden Fall haben wir in den letzten paar Runden verpasst, dass Chris Darms rausgefallen ist und dass Ralf Barth rausgeflogen sind. Oh, ich glaube, jetzt es gibt wieder eine Safety-Car-Phase. Ich habe es, als wenn ich es vorausgesagt habe, echt. Ich sollte am besten mal bei solchen Sachen meinen Mund halten. Vielleicht passiert das dann nicht. So, das ist natürlich alles ja offen. Sehe ich das gerade richtig? Mark Schöllinger auf 2. Road will be open. Zwei, ja. Da haben wir ihn. Also, wo ist denn... Oh, fahren doch mal in die Box. Ja, das ist natürlich die Frage, ob die anderen auch noch mal in die Box gehen. Das war natürlich clever jetzt. Weil wenn die jetzt, die draußen geblieben sind, die müssen so eine Runde hinterher fahren mit dem Safety Car. Das bedeutet... Das bedeutet, die Jungs, die jetzt in die Box fahren, können im Renntempo dem Safety Car hinterher eiern und sich direkt hinten anstellen. Das heißt, wenn die vorne reingehen, sind die schon wieder vorbei. Ja. Jetzt haben sie wirklich einen Vorteil. Also, wenn dann die anderen noch in die Box gehen, das ist natürlich immer Voraussetzung. Aber, das ist halt möglich. Ja, da gab es noch ein paar Überholungen, wo da noch in der Box. Ach, der Marius ist auch drin. Gut, okay, da hat sich das natürlich relativiert. Ey, sehe ich das gerade richtig? So, naja gut, die stehen noch. Alles klar. The road will be open this time. Noch stehen sie? Nein! Nein! Martin Stöllinger ist als auf erster eins raus. Marco Meyer als zweiter wieder raus. Und Sandro auf dritter. Und Marius hat richtig verloren. Auf 4 zurückgefallen. Das sind solche Momente, da könnte ich das Lenkrad abreißen und aus dem Fenster schmeißen. Das ist wirklich, also das ärgert einen dann wirklich ungemein. Also das ist wirklich. Habt ihr das jetzt klar gemacht davon? Da ist jetzt derzeit auf 1 deswegen. Richtig. Das ist natürlich jetzt richtig clever gewesen. Also das war wirklich richtig gut. Frage ist natürlich jetzt auch, ob er sich halten kann. Das ist natürlich immer Voraussetzung. Man weiß nie, was noch passiert. Ob er sich direkt wieder wegfahren kann und. Das ist alles Voraussetzung. Aber mal abwarten. Also ich bin gespannt. So einfach wird es für ihn sicherlich auch nicht werden. Wobei ich sagen muss, Marc Meyer hat doch schon ein sehr demoliertes Auto. Ja. Ich bin gespannt. Vielleicht kann sogar der Marius sich direkt auf Platz 2 wieder vorschieben. So dass wir vielleicht nochmal einen richtigen Kampf um Platz 1 sehen zwischen Marius und Martin. Allerdings will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass Marco und Sandro da nicht auch noch ein Wörtchen mitreden können, um Gottes Willen. Also Fahrer sind da genug da, die das könnten. Das stimmt allerdings. Schauen wir einfach mal, wie das ist. Ich denke mal, jetzt wird es auf bald wieder los. Kommt vielleicht nicht diese Runde. Ja.
Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, ja, der Martin das davon hält. Da bin ich auch sehr gespannt, ob er das halten kann. Bin ganz ehrlich, irgendwo wünsche ich es ihm auch, nach dem ganzen Pech, das er hatte bis jetzt. Aber ja, immer das Wünschen und was in Wirklichkeit passiert, das sind zwei komplett verschiedene Schuhe. Ganz genau so sieht's aus. Ich sag mal, die Leistung der anderen Fahrer ist natürlich nicht zu schmälern. Ne? Also, um Gottes Willen. Aber ich sehe gerade so, in den ersten drei ist von Martin das einzige Auto, was nicht demoliert ist. Und natürlich von Marius, ja. Aber ansonsten, die ersten vier. Oh, ja, bleibt auf 1. Marius Bärt auf 2. Als hätte ich es nicht erahnt. Ja, da kämpfen sie auch schon direkt um Platz 1 und Marius setzt sich schon daneben. Und Martin macht dich, aber keine Chance. Oder? Doch. Gleich noch. Oh, die zwei geben sich es richtig, ja. Und da haben sie schon direkt wieder richtig Zeit dazwischen gelegt. Siehst du das? Ja, Wahnsinn. Das ist ja ein riesiger. Also, das ist nicht normal. Einfach mal von Platz 3 da hier. Das ist ja schon. Da haben sie mal richtig Zeit direkt wieder dazwischen gelegt. Ich würde mal sagen, eine halbe bis eine Sekunde wird es schon sein. Ja, und vor allem, dass da noch runter ist. Das ist ja Wahnsinn. Eine gute Sekunde sitzt, da finde ich das schon jetzt wieder. Jetzt sind wir erstmal eine Runde rum und da ist schon wieder eine Sekunde Abstand. Jetzt wird es richtig spannend. Also, das da vorne ist jetzt kein Schauen, weil das muss wirklich richtig gefeilt werden. Es sind nur noch 19 Runden nur noch. Ja. Ne, 18, oder? 18. Jetzt nur noch 18, genau. Eieieiei. Also, das wird jetzt natürlich echt spannend, also zwischen den zwei. Da bin ich jetzt echt gespannt, wer da am Ende das Rennen macht. Im Endeffekt kann Martin gar nicht mehr so viel falsch machen. Einfach auf der Linie bleiben, auf der Innenbahn bleiben. Dann kann ihm eigentlich gar nicht mehr so viel passieren. Weil außenrum zu überholen ist eigentlich, ja, es ist machbar, klar. Musste aber deutlich mehr Grip haben. Und da beide in der Box waren, zur selben Zeit. Oh. Aber da sieht man wieder ganz deutlich, dass Martin wirklich sehr wenig Topspeed hat. Ja, also gegenüber den anderen zumindest. Wirklich wenig Topspeed. Jetzt knallt's. Aber Martin bleibt noch vorne. Aber es ist jetzt immer noch nebeneinander. Immer noch nebeneinander. Also es ist jetzt schon. heftig. Also es ist jetzt schon fast die zweite Runde, wo sie komplett nebeneinander fahren. Wahnsinn. Ja, sie bleiben nebeneinander. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hat er schon das halbe Auto vorne, jetzt kämpft er ja Runde für Runde und das halbe Auto. Ey, die fahren immer noch nebeneinander, das gibt's doch gar nicht. Ah, jetzt ist er vorbei. Jetzt ist er vorbei. Hat er es geschafft. Ja, da sieht man wirklich den Topspeed, ja. Also, der Martin hat wirklich deutlich weniger Topspeed. Boah, jetzt haben die bestimmt schon 2 Sekunden dazwischen gelegt, ey. Wahnsinn, ey. Es ist unglaublich, was die da für einen Speed an Tag legen. Ja, 2,6 Sekunden, ey, Wahnsinn. Ja, Martin, das ist dann wohl gewesen. Ich glaube nicht, dass der da nochmal kontern kann. Auf jeden Fall, wer auch Druck kriegt, ist nämlich Sandro hier. Ja. Platz 3, da muss man ein bisschen jetzt das Podium noch verteidigen. Matthias auf 4. Jetzt ist Matthias auf 4, genau. Noah ist auf 5. Genau, Noah auf 5, ganz knapp dahinter. Dreieinhalb Sekunden haben zwei da vorne schon wieder rausgefahren, ey. Nach 3 Runden. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Gut, die sind jetzt hier natürlich auch übelst am Fighten. Ja, aber trotzdem beeindruckendes Speed von den zwei da vorne. Aber ich glaube, da lässt Marius jetzt auch nichts mehr anrennen. Er hat den deutlich besseren Topspeed. Und ich glaube nicht, dass da noch was kommt, Martin. Na gut, nichts mehr kommt. Das ist jetzt so gut gesagt. Ich habe gerade gesehen, dass Martin im ersten Sektor Bestzeit gefahren hat. Das ist nämlich pink unterlegt. Ja. Erster Sektor Zeit. Also somit nichts mehr anbrennen. Das ist jetzt leichter gesagt, wenn wir das hier so sehen. Ja.
das, ich sag mal, das Ranfahren ist halt, wie gesagt, immer eine Sache. Ja, das aber Überholen. Das ist ja nicht, du hast ja gerade gesehen, wie schwer sich der Marius getan hat. Der hat ja zweieinhalb Runden gebraucht, um überhaupt mal eine Nasenlänge vorne zu sein. Und das ist natürlich schon, ja, da brauchst du halt ein bisschen mehr Topspeed und die hat Marius einfach. Martin hat diese Topspeed einfach, der kommt einfach nur durch den Windschatten daran. Das ist halt, aber er kommt nie so weit, dass er sich daneben setzen kann, auch wenn er in den Kurve schneller ist. Er müsste darauf hoffen, dass Marius ein klein wenig weit nach außen kommt. In den Kurven. Genau, mit einem Fehler. Ja, richtig. Dann könnte es klappen. The road is closed, but dass er sich nochmal davor sitzt. Aber selbst dann wird es schwierig. Was ist hier? Dann hat sich absetzen können. Absetzen können? Was hast du denn da passiert? Matthias Koch immer noch da, hat aber jetzt. Und wir haben Geld! Oh, nee, oder? Weißt du nicht, ob mit. Die letzten 9 Runden. Nein, 8 sind es nur noch. Wir haben wahrscheinlich leider nicht komplett hinter Safety Car verbringen. Das wird natürlich jetzt nochmal spannend mit den ersten beiden. Also das wird jetzt richtig spannend nochmal. Das werden wahrscheinlich dann nur noch 2-3 Runden sein, die wir dann hier haben. Ja, aber der Vorteil liegt da, glaube ich, ganz deutlich bei Marius, weil er den besseren Topspeed hat. Und bis jetzt hat er bei jeder Safety Car Phase im Restart entweder Plätze gewonnen oder ist direkt weggefahren. Also, bis jetzt hat er das immer sehr gut gelöst, das Ganze. Also, da warten wir es ab. Also, ich bin gespannt. 7 Runden haben wir jetzt noch. 1-2 Runden wird wahrscheinlich hinter dem Safety Car noch hergefahren. So, jetzt bin ich bin natürlich jetzt wirklich gespannt, was die da machen. Vor allen Dingen, wie ich schon gesagt, das sind ja jetzt nicht mehr für Runde. Das heißt, wenn Martin das jetzt wirklich will, der muss dann jetzt irgendwie alles auf eine Karte setzen. Ja, nein, der Michel hat einfach nicht mehr. Wenn er das wirklich noch gewinnen möchte, dann muss er jetzt alles reinsetzen in den Restart und sich direkt vorbeiquetschen und dann alles dafür tun, dass der Marius nicht mehr vorbeikommt. Weil wenn er vorbeikommt, wird Martin es eigentlich nicht mehr schaffen, wirklich, glaube ich, weil einfach die Topspeed nicht da ist. Genau, das ist es, ne? Na. Na, aber mal sehen, vielleicht belehren sie uns eines Besseren. Ich meine, das Quatschen ist natürlich eine Sache, das Spekulieren auch. Oh, ja. Jetzt geht's los, oder? Ja, jetzt werden sie sich wahrscheinlich formieren bald. Ja. Dann geht's in die nächste Runde los. Wie gesagt, das Quatschen ist eine Sache, das Spekulieren auch, aber das Fahren ist natürlich wieder eine ganz andere. Ich sag mal, als Fahrer hoffst du, dass du bis zur letzten Sekunde hoffst du einfach, dass es doch noch klappt. Also, es ist einfach mal so. Natürlich, ich muss sagen, das hat mich ein bisschen gewundert. Wir haben nur noch 10 Minuten, dann sind wir an der 2-Stunden-Regel. Ja. Das stimmt. Ein bisschen überrascht. Ja, aber wir haben ja nur noch 6 Runden, also das sind vielleicht genau. Höchstens noch 5 Minuten. Ich hoffe, dass es ja jetzt wieder losgehen wird. Ja. Aber was das Safety kann machen, ist vielleicht noch eine Runde draußen. Also es ist wunderbar, es ist so lang draußen geblieben wie noch nie. Ja. Und wenigstens mal also noch Safety Car das ein bisschen angucken. Weil ich wollte das Rennen jetzt eigentlich nicht aber hinterm Safety Car beenden, das wäre natürlich sehr ärgerlich. It'll be one to go this time by. Jetzt, nein, Lichtbogen sind aus, aber sind doch nicht aus. Sag auch davon, ich sehe auf jeden Fall mal so die Perspektive vom Führenden, wie das so aussieht. Ja. Safety Car. Ich habe immer noch nichts. Ich hoffe ja wirklich, dass wir jetzt das nicht hinterm Safety Car zu Ende fahren. Das wäre wirklich richtig schade, wenn jetzt die letzten 4 Runden noch hinterm Safety Car zu Ende sind. Rein, oder? Schauen wir mal. Nee, doch nicht. Sah so aus, als er links gefahren ist. Ja, das piekt dann auch mit einmal einfach steil ab. Das ist immer das Doofe, dass es dann sich so fast 90 Grad mit einmal drüben fährt. Jetzt! Siehst du jetzt, also ganz, ganz eng Safety Car. Oh, das war aber echt knapp, ja. Oh, jetzt bin ich mal gespannt.
Green flag, green flag. Jetzt geht es sozusagen wieder los. Los. Ich mal, was der Martin da macht. Da ist eben wow, wow, wow. Oh, Martin hat auch. Oh, Martin, gut. Aber hat nicht gereicht, Schade, schade. Aber das war nicht schlecht. Diesmal war er deutlich der bessere Starter. Oh, aber da ist jetzt wieder daneben jetzt. Nee, hat wieder zurückgesteckt. Oh, ey. Ja, Martin, jetzt hast du nicht mehr vier Runden. Vier Runden hast du noch. Caution is out, buddy. Caution is out. Roll out the throttle. Haben die schon wieder direkt ein bisschen weiter zugelegt. Also, ich weiß nicht, wie sie es machen. Oh, Safety Car. Safety Car. Oh, das ist nicht wahr, oder? Wir haben doch nur noch drei Runden, Mensch. Platz oh. 23 zeigt 23, mir jetzt an. Ja. Wer ist denn das? Rico Kollmeier. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Ja, sieht auf jeden Fall nach Internetping aus, aber ich denke mal, die letzten drei Runden, die durfte man jetzt dann auch noch in einem Safety Car verbringen, wie es aussieht. Aber dann hat man gesehen, die ersten beiden, die haben gar nicht damit gerechnet, die sind okay, auf die Eisen gegangen. Ja, auf drei also, und vier, genau so, die haben sich sogar noch ein bisschen berührt. Die haben überhaupt nicht mehr damit gerechnet. Oh, wow, wow, na, das sieht wahrscheinlich wirklich so aus, jetzt noch drei Runden, also vielleicht kriegen wir noch eine Runde. Vielleicht haben wir wirklich noch eine Runde, wo es dann nochmal zählt. Da bin ich jetzt wirklich mal, also wie gesagt, Safety Car, das macht er wirklich in, auf allerletzter Rille macht das rein in die Boxengasse. Ja. Jetzt wäre es schön, wenn du jetzt einfährst, Safety Car. Noch zwei Runden wären es dann. Dann hätten wir wenigstens zwei Runden. Und nur eine Runde. Eine Runde ist ganz, ganz eng mit jetzt zu Ende. So, schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Vielleicht macht es ja endlich rein. Mach rein. Und? Mach doch nicht rein. Oh. Das heißt, wir haben maximal nur eine schnelle Runde noch. Ja, eine einzige schnelle Runde noch. Wenn überhaupt. Da haben wir. Also, das ist wirklich, da ist natürlich jetzt Martin, also da muss jetzt entweder höchstes Risiko gehen oder halt nichts weiter. Ja, alles oder nichts. Oder eventuell vielleicht auch zufrieden mit dem zweiten Platz und sichert nach hinten weiter ab. Ja, das kann natürlich auch sein. Also ich denke mal einfach, um die Punkte mitzunehmen, wäre ich mit dem zweiten Platz zufrieden, denke ich mal. Also wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre. Alles auf eine Karte würde ich jetzt nicht setzen, aber natürlich würde ich es versuchen. Ich meine, wenn man es nicht versuchen würde, dann wäre man kein Racer. Aber ich denke mal, er wird nicht alles auf eine Karte setzen. Ich glaube nicht. Also so viel wird er schon überlegen, dass er das nicht macht. Das wäre ja unsinnig. Dann würde er eben einfach den zweiten Platz wegwerfen im Endeffekt und würde noch mehr Punkte verlieren auf dem ersten. Also auf Matthias ist glaube ich erster, ne? Ja, Matthias ist in der Gesamtwertung erster. Oh nein, der ist jetzt nochmal durch. Das heißt, wir haben keine Runde mehr. Wir haben also keine gezeitete Runde, also keine schnelle Runde mehr. Es wird also jetzt die letzte sein hinterm Safety Car. Das heißt, jetzt, das Safety Car wird wahrscheinlich dann jetzt diese Runde reinfahren. Das heißt, wir haben dann noch einen kleinen Sprint bis zur Startzielgerade, beziehungsweise zur Startziellinie und das war's dann wahrscheinlich. Genau, das heißt aber, wir können uns dann schon mal die ersten drei auf unserem Zettel notieren, dass wir die dann schon mal mindestens bei uns hier haben. Ja. Hey, bei mir stehen immer noch drei Runden da oben im Hut, oder sehe ich das falsch? Ja, drei Runden stehen da oben im Hut, das ist natürlich jetzt. Aber hier im Live Racer steht gar keine Runde mehr, also es die letzte Runde ist. Da steht für uns 0 von 0. Ich weiß nicht, ob das da oben das Anzeige findet. Aber schon gut einfach mal. Während der 10 überstattet Ziel, wenn das da unten dann Erstplatzierten eingeblendet wird. Haben wir jetzt auch noch drei? Na, ich vermute mal nicht. Ich denke mal, das war's dann jetzt mal. Weil ja oben steht noch 243 Runden. Drei noch von 243 Runden. Vielleicht doch noch mal los.
Ja. Ja, ui, und macht hier vorbei. Bis jetzt. Also doch nochmal drei Runden jetzt. Also da hat uns ein bisschen jetzt unsere Live-Datenbank da im Stich gelassen. Jetzt geht das mal nebeneinander. Das ist natürlich wunderbar, wenn wir noch drei Runden. Das ist wahrscheinlich so, dass die Rundenzeiten noch die Runden aufgespart worden sind während der Safety-Car-Phase. Anscheinend. Wurden die angehalten. Oder wir sind nicht so ganz in Regeln da, was das NASCAR angeht. Aber es wundert mich, das hatte ich eigentlich auch noch nicht. Aber gut, eine Runde haben wir noch. Jetzt ist letzte es an der Runde. Zeit, Martin, da noch was zu händeln. Und das Händeln ist schnell. Und da außen geht, guck mal, wieder außen rein geht. Matthias Koch. Matthias Koch. Außen. Ganz, der fährt dann noch hinten rein. Reicht aber nicht. Da wäre er fast noch lachender Dritter geworden. Jetzt ist er aber weg. Matthias Koch ist weg. Er hat bestimmt schon Escape gedrückt. Bestimmt schon Escape gedrückt, oder? Ja, Matthias Koch ist auf jeden Fall Dritter. Ja. Uiuiuiuiui. Also das war wirklich schon mal richtig jetzt gewesen. Richtig spannend. Weil mit Matthias Koch, der sich da nochmal ganz außen vorbeigedrängt hat. Das war natürlich richtig eng. Also, da hätte ich echt nicht durchgeguckt, hätte das Ding noch reingemacht. Also, da hätte ich nicht durchgeguckt. Da wäre er wirklich der lachende Dritte gewesen. Das wäre ja unglaublich gewesen. Das heißt, ich würde sagen, die ersten drei haben wir eigentlich das ganze Fahrerfeld jetzt. Ja. Die ersten drei. Die ersten drei werden wir uns jetzt gleich mal zu uns holen. Hinausquetschen. Genau sieht's aus. Vor allem Martin, den will ich nochmal quetschen, weil was dazu zwischendurch los war bei ihm, weil er so viel Zeit verloren hatte. Ja. Ja, in der Zeit lassen wir den jetzt noch so ein bisschen Zeit hier zu fahren. Jawohl. Also wie eben gesagt, Marius Bert auf 1, Martin Schöllinger auf 2, Matthias Koch auf 3, auf 4 Sandro, auf der 5 Noah, auf der 6 Roberto Alaimo, auf der 7 Marco Meyer, auf der 8 Ingo Lutz, auf der 9 Chris Schub, auf der 10 Friedrich Laditz, auf der 11 Klaus Immer, auf der 12 Roberto Lai, auf der 13 Bernd Köhler, auf der 14 Steven Klein, auf der 15 Gary Hart, auf der 16 Andreas Starke, Danny Kretti, auf der 17, dann haben wir auf der 18 Markus Nofka, auf der 19 Matthias Lamm, auf der 20 Thilo Bankowski, auf der 21 der Heiko Kreienkamp und dann auf der 22 Josep Back und auf der 23 Rico Kollmeier. Genau, so. Währenddessen lassen wir schon mal die ersten drei hier holen. Den Martin, den haben wir gleich sofort mit da. Das ist schick. Dann werden wir die drei holen. Machen wir erstmal so ein bisschen Film.
So, meine Damen und Herren, wir haben die ersten drei und besser gesagt, ist es schon aufgefallen, die ersten magischen drei M's, weil Marius, Martin und Matthias fangen alle drei mit M an. Also fange ich mal mit dem Drittplatzierten an. Matthias, Glückwunsch an dich. Sollen wir mal erzählen und erstmal sowas über dein Rennen, wie das so alles war. Ja, Quali war nicht so besonders toll, entsprechend ziemlich weit hinten. Dann lief es relativ unspektakulär, habe mich ein bisschen durch den Verkehr gewühlt, hatte die ganze Zeit Noah vor mir, der war wohl auch einer der wenigen, die die gleiche Strategie hatte wie ich, nämlich nur zweimal in die Box zu gehen, wenn es tatsächlich mal komplett unter Grün durchgegangen wäre. Deshalb kann ich gar nicht einordnen, wo ich da zum großen Teil des Rennens am Ende gelandet wäre, weil viele vor mir mindestens einen Boxenstopp mehr gemacht hätten. Also keine Ahnung, wo ich da zwischendrin war, ging positionsmäßig rauf und runter, was das geworden wäre, keine Ahnung. Dann am Ende kamen ja ein paar mehr Gelbphasen dazu, einmal war ich auch mittendrin. Ansonsten relativ wildes Finale, wobei ich jetzt gar nicht so richtig einen Überblick gehabt habe, wer da wo, wann, was macht. Ein bisschen chaotisches Rennen da, aber für sich, für das, dass ich von so weit hinten kam, denke ich, ist der dritte Platz in Ordnung, kann ich mitleben. Okay, du, am Ende war ja diese Aktion, als ich da Marius und Martin so ein bisschen bekriegt habe, dass du außen vorbei wolltest. War das eigentlich geplant oder eher jetzt Zufall? Nö, das war schon so geplant. Also ich dachte eigentlich, normalerweise funktioniert bei mir die äußere Linie ganz gut. Deshalb hatte ich irgendwie gehofft, dass es vielleicht geht, wobei die Chancen, da gleich zwei Autos zu überholen, natürlich relativ gering sind. Vor allem, weil der Vorteil, ich komme mit mehr Schwung aus Kurve 4 raus. Der Vorteil mit mehr Schwung, der reicht dann vermutlich eh nicht bis zur Ziellinie. Also ich hätte wahrscheinlich eh noch eine Kurve gebraucht, wenn überhaupt außenrum da möglich gewesen wäre. Versucht habe ich es, also das war kein Versehen. Aber dass ich da wirklich Erfolg habe, die Chancen habe ich mir schon selber als relativ gering eingeschätzt. Okay, dann trotzdem, ich wollte natürlich auf jeden Fall nochmal am Ende eine schöne Aktion da. Genau, damit komme ich jetzt zum zweitplatzierten Martin Stöllinger. Auch, wie gesagt, Glückwunsch an dich. Jetzt ist erstmal die Frage, überhaupt damit zufrieden nach ganzen Auf und Ab, was du da so im Rennen hattest? Ja, bin ich schon zufrieden, weil eigentlich hätte ich einmal gedacht, dass ich auf 1 nach vorkomme und dann halt zum Schluss auf 2. Weil nach der ersten Geldphase bin ich relativ weit zurückgefahren eigentlich. Vom zweiten auf den 6. Platz. Und da habe ich erst einmal die Fahrer wieder überholen müssen. Und es war, ich bin eigentlich zufrieden mit dem 2. Platz. Okay, warum hattest du zwischendrin eigentlich mal solche Schwächephasen? Du hast ja dann kurz vor dem Boxenstopp so 5 Sekunden jedes Mal verloren. Ja, das waren teilweise die Reifen und teilweise bei den Überrundungen da manche ein bisschen sehr, sagen wir mal, sehr die Linie gehalten haben. Aber naja, das ist echt kaputt. Aber der Marius war eindeutig der Schneider, das muss ich wirklich sagen. Okay, und wie fandest du den Zweikampf da, als ihr fast 2,5 Runden nebeneinander gefahren wart? Also das war ja auch Wahnsinn. Ja, das habe ich ein bisschen überschätzt, unterschätzt, dass der Marius auf der Außenlinie so extrem schnell war. Ja, Kompliment an Marius. Okay, ich weiß nicht, ob der Christian noch eine Frage an dich hatte jetzt? Ja, ich hatte noch mal eine Frage und zwar, Martin, man hat aber deutlich gesehen, dass du auf den Geraden ein bisschen weniger Topspeed hattest als die anderen, aber dafür in den Kurven etwas schneller warst. War das vielleicht auch der Grund, warum du von Platz 6 dass du es relativ schwierig hattest, noch weiter nach vorne zu fahren, zu dem Zeitpunkt zumindest? Schwieriger war eigentlich, da eigentlich nur eine Linie eigentlich vorbeikommst, außer beim Restart, da kann man eventuell außen einen Fahrer überholen. Wenn im Rennfluss drinnen ist Überholen relativ schwer. Das ist mir relativ schwer gefallen. Okay. Gut, okay, dann, wie gesagt, Glückwunsch an dich. Komme ich dann jetzt zum Erstplatzierten. Marius. Auch wie gesagt, Glückwünsche an dich. Jetzt erzähl uns mal, was du da im Rennen. Ich meine, du warst ja da auch im Zweikampf unter anderem mit verwickelt. Martin, über die 2,5 Runden. Ja, war wie gesagt ein super Rennen mit Martin am Schluss. Musste sehr aufpassen in den Kurven, da das Heck wirklich sehr loose war. Dass es wirklich aufgeht und ich da keinen Patzer noch reinreite und noch eine Yellow auslöse. Und war schon ein bisschen Glück dabei, würde ich schon sagen, dass ich da außen überholen konnte. Aber war wirklich super Rennen. Hat Spaß gemacht.
Denkst du, du kannst das wiederholen für die nächsten Rennen oder das nächste Rennen? Ich denke mal, so kann man das eigentlich nicht sagen. Bei der Nesca, da ist immer auch ein gewisser Glückfaktor dabei, wie man in den Yellows reinkommt und wieder raus. Ja, kommt immer drauf an. Hat auch viel mit Glück zu tun, würde ich sagen. Warst du eigentlich permanent am Maximum oder ab und zu mal ein bisschen ruhiger? Also ich war eigentlich eher am Maximum, weil in den Trainingssessionen hatte ich wirklich Probleme, dass das Heck so lose war. Ich hatte öfters Dreher drin und ich hätte auch wirklich nicht gedacht, dass ich da vorne so mithalten kann, weil mir eigentlich die Strecke nicht so gelegen hat mit dem losen Setup, aber nachher habe ich mich dann wohl doch gut zurechtgefunden. Das ist zum Beispiel eine Frage von mir, weil ich kenne mich jetzt mit Nesca nicht so sehr aus. Was macht man überhaupt, wenn das Heck los ist? Ich denke mal, da wird sich der Spoiler hinten steiler stellen nicht unbedingt nur helfen. Also ja, eigentlich schon den Spoiler zwar ein bisschen höher drehen, aber diese Saison wird ja in der VE Nesca mit Einheitssetups gefahren, deswegen konnten wir da eigentlich gar nichts machen. Jeder hatte die gleichen Voraussetzungen. Hey. Gut, dann wie gesagt, Christian, du noch was? Nee, ja, also das, zum Ausquetschen? Nee, also zum Ausquetschen gar nichts mehr, nur natürlich mein Glückwunsch an die ersten drei nochmal, auch von mir, also wirklich sehr schönes Rennen. Genau, und dann würde ich sagen, dann lassen wir die dann auch wieder. Kommen wir dann erst einmal jetzt zum Schluss. Mensch, jetzt lässt mich vielleicht nicht ganz alleine. Nein, auf jeden Fall, wie gesagt, schönes Rennen von euch dreien. Dann beim nächsten Mal wird es genauso. Dann natürlich, soweit ich das weiß, wieder mit der Stammbesetzung. Dann zum Beispiel nicht mit dabei. Auf jeden Fall schon mal schönen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn es jetzt schon zu spät ist und wir fast an die 2 Stunden reingekommen sind. Und dann bis zum nächsten Mal einen schönen Abend noch. Genau, schönen Abend und ja, lasst es ruhig angehen, feiert eure Podiumsplätze. Ich wünsche allen Zuschauern natürlich noch einen schönen Abend und ja, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.